So, einen schönen guten Morgen. Während Sie noch zu Hause sitzen und Ihr Marmeladenbrötchen verhaften, können wir jetzt die Chance nutzen und uns mal Gedanken machen, warum schmeckt die Marmelade denn so gut? Warum ist sie denn so süß? Lassen Sie uns doch mal über Zucker und Kohlenhydrate reden. Unser nächster Block, unsere nächste Stoffgruppe, die Kohlenhydrate, die wollen wir näher anschauen. Wir beginnen erstmal auch wieder mit ein bisschen Historischem, schauen uns Kohlenhydrate in Gegenwart und Vergangenheit an. Und wenn ich über Kohlenhydrate rede, dann komme ich an Carl Schmitt nicht vorbei. Der nette Herr, der hat Kohlenhydrate oder Saccharide zuerst mal beschrieben anhand ihrer Summenformel. Und er hat festgestellt, da sind Kohlenstoffatome drin, da sind Wasserstoffatome drin, da sind Sauerstoffatome drin. Und zwar, wie viele, die stehen in einem bestimmten Verhältnis. Wir haben nämlich N Kohlenstoffatome, CN, wir haben doppelt so viele Hs, H2N und wieder N Sauerstoffatome, ON. Und dann kann man an dieser Summenformel ein bisschen Mathe betreiben und kann was ausklammern, nämlich ein Wasser. Dann bleibt übrig eine bestimmte Anzahl N Kohlenstoffatome und genauso viele Wassermoleküle in Klammer H2O, Klammer zu N. Und deshalb hat Carl Schmitt 1844 die Kohlenhydrate, und Sie ahnen es bereits, im Namen steckt es ja jetzt drin, als hydratisierten, das heißt im wässrigen, gelösten, von Wasser umgebenen Kohlenstoff bezeichnet. Wir kennen heute viele Modifikationen, die dem nicht ganz entsprechen, wo Heteroatome drin sind, wo ein Schwefel drin sein kann, wo ein Stickstoff drin sein kann. Und dann weichen diese Substanzen natürlich von dieser allgemeinen Summenformel ab. Na, das heißt, es gibt also Stoffe, die zu den Kohlenhydraten gezählt werden, die aber dieser Schmidtschen Summenformel nicht mehr entsprechen. Andersherum gilt dasselbe. Nicht alle Stoffe, die jetzt in diese Summenformel zu packen sind, zählen wir zu den Kohlenhydraten. Wir haben also Abweichungen in beide Richtungen. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie sind Kohlenhydrate sonst zu definieren. Wir sprechen heute von einem Saccharid, wenn wir eine Aldehydgruppe oder eine Ketogruppe haben. Das gibt uns nachher Möglichkeiten, auch diese Kohlenhydrate in Schubladen zu packen. Wir werden dann nachher unterscheiden zwischen Aldosen und Ketosen. Und zu dieser Carbonylgruppe, Aldehyd oder Keton, kommen jetzt mindestens zwei Hydroxylgruppen. Zwei OHs brauchen wir und deswegen sind wir bei einem Polyhydroxyaldehyd oder bei einem Polyhydroxyketon. Und mit dieser Definition können wir einige Beispiele mal abklopfen, einige Substanzen uns mal anschauen, ob die zu den Kohlenhydraten zählen oder nicht. Lassen Sie uns mal so ein paar betrachten. Ich habe fünf jetzt Ihnen hier aufgelistet. Und wenn wir mit dem einfachsten mal anfangen, dann haben wir hier ein Glykolaldehyd. Glykolaldehyd, zwei Kohlenstoffatome. Sie sehen hier eine Carbonylgruppe. Sie sehen eine Alkoholgruppe. Und jetzt habe ich es schon gesagt, eine Alkoholgruppe ist zu wenig. Wir haben ein Aldehyd, ja. Wir haben aber keinen Polyalkohol. Die Summenformel, die wäre tatsächlich CnH2nOn. Wenn wir mal durchzählen, zwei Kohlenstoffe, wir haben 1, 2, 3, 4, nämlich doppelt so viele Wasserstoffatome und wieder zwei Os. Das hätte gepasst, trotzdem, es ist kein Kohlenhydrat. Nehmen wir was anderes, nehmen wir ein Dihydroxyaceton. Aceton kennen Sie als Lösungsmittel, Nagellackentferner, drei Kohlenstoffatome, 1, 2, 3 und in der Mitte eine Carbonylfunktion, doppelt gebundener Sauerstoff, also ein Propanon. Und dieses Propanon, dieses Aceton, das versehen wir jetzt an C1 und an C3, an beiden Enden, mit einem Alkohol. Das heißt, wir haben ein Dihydroxyaceton und da ist alles drin. Da ist das Keton drin in der Mitte am C2. Da ist ein zweiwertiger Alkohol, zwei Hydroxylgruppen, also ein Polyalkohol. Und die Summenformel, die passt auch. Wir haben drei Kohlenstoffatome, sechs Wasserstoffatome
und 2 Sauerstoffatome. Das heißt, das gehört zu den Kohlenhydraten. Dann kommt eine Glucose. Und da brauche ich Ihnen nichts vormachen. Glucose, Traubenzucker, ganz klar natürlich das Musterbeispiel der Kohlenhydrate. Und was haben wir hier? 6 Kohlenstoffatome entspricht C6H12O6. Wir haben ein Aldehyd, nämlich hier am C1, sehen Sie eine Carbonylgruppe. Und wir haben viele Alkohole, nämlich hier, 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 hier und hier. Also ganz klar ein Polyhydroxyaldehyd. Und deswegen zählt es zu den Kohlenhydraten. Die Fructose, der Fruchtzucker, ganz genauso. Nur, dass die Fructose jetzt kein Aldehyd ist, sondern ein Keton. Sie sehen die Carbonylgruppe hier am C2. Und ansonsten alles gleich C6H12O6. Wir haben wieder einen Polyalkohol. Das ist ebenfalls natürlich eine Substanz, die zu den Kohlenhydraten zählt. Jetzt kommt ein Heteroatom rein, jetzt kommt ein Stickstoff dazu. Und dieses Glucosamin, das leitet sich jetzt dem Namen nach schon von der Glucose ab. Sie können ja mal vergleichen, die Glucose und das Glucosamin. Dann sehen Sie, eine Hydroxylgruppe ist ersetzt durch eine Aminofunktion. Da steht im Namen drin, das Glucosamin. Mit einem Stickstoff drin kann es dieser allgemeinen Summenformel nicht mehr entsprechen, aber wir haben ein Aldehyd, wir haben immer noch viele Hydroxylgruppen, es ist immer noch ein Polyalkohol und deswegen ist es auch ein Kohlenhydrat, obwohl wir jetzt von dieser Schmidtschen Summe abweichen. Es ist ein Derivat, eine Abwandlung, eine Modifikation der Glucose und wir bleiben innerhalb der gleichen Stoffgruppe. Und jetzt gibt es unglaublich viele Substanzen, die diese Definition erfüllen. Ich habe Ihnen ein paar rausgemalt und Sie sehen, das sind ganz abgefahrene, riesige Moleküle mit dabei. Und damit haben wir eine Stoffgruppe, die hochkomplex ist. Ja, die ist genauso vielfältig, kann man genauso viel kombinieren und dran rumspielen, wie das bei den Nukleinsäuren oder bei den Proteinen der Fall ist. Und diese Parameter, an denen wir jetzt zu variieren können, zu Stellschrauben, an denen wir drehen können, um zu unterschiedlichen Kohlenhydraten zu kommen, das ist erstmal, das haben wir gerade schon gesehen, die schiere Anzahl der Kohlenstoffatome. Na, ich kann die Kette ja immer länger machen, dann habe ich immer mehr Möglichkeiten, unterschiedliche Substanzen hier zu basteln. Oder ich kann die Hydroxylgruppen räumlich unterschiedlich anlagern. Das ist etwas, das hatte ich Ihnen schon versprochen, was wir uns jetzt nochmal ausführlich anschauen müssen, nämlich die Stereochemie. Wie ist die Lage von Gruppen, von Atomen im Raum relativ zueinander? Das müssen wir nochmal rausarbeiten. Wir haben das Problem, auf dem Blatt Papier oder dem Tablet, da ist alles flach. Da ist einmal alles gequetscht, sieht alles gleich aus, aber in Wirklichkeit, in unserer dreidimensionalen Welt, am sp3-hybridisierten Kohlenstoff, da ist eben nichts flach, da haben wir Tetraederwinkel und da müssen wir dann nochmal schauen, wo im Raum sitzt eigentlich was und inwieweit ist das relevant, wenn wir über unterschiedliche Substanzen reden, die richtig auch kenntlich zu machen, zu benennen, zu sagen, ich meine das jetzt aber so oder ich meine das jetzt anders orientiert, welchen Namen gebe ich der Substanz und wie kann ich es auch aufzeichnen. Was kann ich noch verändern? Ich kann die Position der Carbonylfunktion verändern. Ich könnte jetzt das Aldehyd an den Rand setzen oder ich könnte mittendrin ein Keton bilden. Dann habe ich oftmals verschiedene Positionen, wo dieses Keton sitzen könnte. Nehmen wir das hier zum Beispiel. Da sehen Sie hier eine Carbonylgruppe. Die kann ich natürlich auch mal hier hinsetzen. Dann habe ich eine andere Substanz. Und dann kann ich das weiter dadurch verkomplizieren, dass ich Polymere bilde, dass ich einzelne Zuckermoleküle verknüpfe zu Disacchariden, zu Trisacchariden, zu Oligo- oder Polysacchariden. Und dann habe ich nochmal mehrere Möglichkeiten der Verknüpfung und kann einfach einen langen Strang oder vielleicht Verzweigungen einbauen und dann komme ich zu unglaublich vielen unterschiedlichen Molekülen, zu unglaublich vielen unterschiedlichen Substanzen. Und weitere Modifikationen, wie das Einfügen des Stickstoffs, sind natürlich auch möglich. Da könnte ich zum Beispiel eine Aminogruppe oder eine Sulfatgruppe einfügen.
Ich kann auch einfach was weglassen. Ich kann Desoxyzucker bilden, indem ich Hydroxylgruppen unterschlage, wegnehme, ersetze einfach durch ein Wasserstoffmolekül. Und dann komme ich zum Beispiel von einer Ribose zu einer Desoxyribose. Nämlich eine wichtige Veränderung, die wir nachher brauchen, wenn wir irgendwann gegen Ende der Vorlesungsreihe über die Nukleinsäuren, über die DNA und die RNA, Desoxyribonukleinsäure oder Ribonukleinsäure reden müssen. Oder ich könnte andere Moleküle dran knüpfen. Ich könnte Kopplungen machen mit anderen Grundbausteinen. Zum Beispiel ebenfalls, wenn es dann um DNA geht, könnte ich die Basen der DNA anheften an Zucker. Ich könnte Lipide anheften, dann wäre ich bei den Cereposiden oder bei den Gangliosiden. Oder ich könnte auch Proteine anheften, und dann wäre ich bei den Glykoproteinen. Das heißt, einem Protein mit einem geringen Anteil Kohlenhydraten ist ein Glykoprotein. Ja, wenn ich das anteilig variiere, sage, da soll jetzt aber richtig viel Kohlenhydratstruktur drauf sein und der Proteinanteil ist entsprechend gering, dann bin ich bei einem Proteoglykan. Dann kann ich den Begriff mal so rumdrehen. Und dass die Stoffgruppe jetzt so breit dann doch ist, breiter als man vielleicht denkt, das hat dazu beigetragen, dass man lange Zeit sie so ein bisschen vernachlässigt hat in der Charakterisierung. Das andere, was dazu beigetragen hat, ist, dass sie gar nicht so leicht greifbar ist, denn man kann mit Kohlenhydraten nicht so was Schönes, Offensichtliches sich anschauen wie eine Enzymreaktion, wo ein Protein auch arbeitet und ich kann es im Photometer verfolgen. Das geht hier nicht. Ich kann auch nicht so genau ableiten, wie kommen eigentlich diese ganzen Kohlenhydratstrukturen in einer Zelle zustande. Denn es steht jetzt zum Beispiel nicht im genetischen Code so unmittelbar, dass jetzt diese Kohlenhydrate verknüpft werden sollen, sondern es geht immer den Umweg über DNA kodiert für ein Protein. Das hat eine Enzymwirkung, könnte eine Glykosyltransferase sein. Und das heftet jetzt Zuckermoleküle an andere Kohlenhydratstrukturen an. Und dann entsteht so natürlich schon etwas, was letztlich irgendwo aus dem genetischen Code kommt. Aber man kann es nicht einfach so leicht herleiten, so leicht zugänglich haben, verstehen. Und dann hat man sich historisch mit den Kohlenhydraten auch erstmal gar nicht so ganz beschäftigt, sondern hat das ein bisschen aufgeschoben. Ich habe Ihnen ja das Lehrbuch schon gezeigt von Föth. Hier das Lehrbuch der Biochemie und die beiden Autoren, Donald und Judith Föth, die haben das schön beschrieben, was ich gerade gesagt habe. Ja, die haben geschrieben, "It is hardly surprising that much of the early biochemical research was concerned with the study of proteins. Proteins form the class of biological macromolecules that have the most well-defined physical-chemical properties and consequently are generally easier to isolate and characterize than nucleic acids, polysaccharides or lipids. Furthermore, proteins, particularly in the form of enzymes, have an obvious biochemical function. The central role that proteins play in biological processes has therefore been recognized since the earliest days of biochemistry. In contrast, the task of nucleic acids in the transmission and expression of genetic information was not realized until the late 1940s. The role of lipids in biological membranes was not appreciated until the 60s. And the biological function of polysaccharides are still somewhat mysterious." Ja, 1990, inzwischen weiß man auch hier natürlich mehr, aber Sie sehen, der Zugang zu dieser Stoffgruppe war gar nicht so einfach. Nun, wenn Sie nicht so gut sehen, dann kommen Sie nach vorne. Hier ist so ziemlich alles frei. Hier vorne sind die besten Plätze seit 50 Jahren unbenutzt. Ja, dann können Sie auch was lesen. Okay, die Struktur und die Funktion, die sind in Ihrer Aufklärung jetzt der Erforschung von Nukleinsäuren und Proteinen also hinterhergehangen. Kohlenhydratverbindungen sind heterogen und sind einer physikalisch-chemischen Charakterisierung nicht so leicht zugänglich.
Ich kann sie nicht einfach ins Photometer stellen und beobachten, dass dafür eine Enzymreaktion dann katalysiert wird zum Beispiel. Sie sind nicht genetisch determiniert. Sie entstehen allein durch sequentielle Syntheseschritte der Enzyme, die da genetisch determiniert sind. Und die Kohlenhydrate, die erfüllen dann auch noch passive Funktionen oftmals in einer Zelle, ne, sodass man eben nicht genau beobachten kann, was ist da eigentlich los. Und dennoch sind sie unglaublich wichtig und sie haben ganz vielfältige biologische Funktionen. Wir brauchen sie ganz offensichtlich, Stichwort Marmeladenbrötchen, jetzt als Brennstoff. Ne, die Glucose, die nutzen wir zur energetischen Verwertung. Wir können auch Glucose bevorraten, einspeichern, dann als Makromolekül, als Polymer, nämlich das Glykogen. Oder die Pflanze, die kann auch Glucose einspeichern. Die macht es nämlich in Form der pflanzlichen Stärke. Kartoffelknolle zum Beispiel. Dann brauchen wir die Kohlenhydrate als Metabolite, habe ich gesagt, wenn es darum geht, DNA oder RNA aufzubauen. Man braucht sie strukturgebend als Proteoglykane, zum Beispiel in bakteriellem Murein oder in einer pflanzlichen Zellwand, in der Zellulose verbaut wird. Ja, da macht das Ganze die Struktur aus. Wir haben sie als Bestandteile in Glykoproteinen oder Glykolipiden, zum Beispiel auf der Oberfläche einer Plasmamembran, nämlich die Glykokalyx. Und wir können sie an alle möglichen Proteine anheften, zum Beispiel um Affinitäten zu beeinflussen. Wenn ich an einen Rezeptor denke, der eine bestimmte Affinität zu seinem Liganden hat, dann kann man das beeinflussen durch das Maß der Glykosylierung. Ja, oder wenn ich irgendwelche Substanzen sezerniere, dann könnten das Schleimstoffe, könnten das Mucine sein. Da brauche ich irgendwas, was viel Wasser binden kann. Das wären die Kohlenhydrate. Oder ich kann Histokompatibilität machen. Ich kann eine Zelle nach außen erkennbar machen, zum Beispiel Blutgruppen aufbauen, werden wir uns gleich anschauen, ja, und dann mich quasi ausweisen. Solche Geschichten, die wären an der Stelle möglich. Oder auch noch etwas anderes, zum Beispiel das Auskleiden von Organellen. Wenn ich ans Lysosom zurückdenke, das vor Selbstverdau geschützt sein soll, dann mache ich da Glykoproteine auf die Innenseite rein und dann wird die Membran geschützt. Oder ich kann das Mindesthaltbarkeitsdatum von Proteinen festlegen, je nachdem, was für Kohlenhydratstrukturen ich da dran setze, werden die länger haltbar sein. Gehen wir nochmal zurück zur Histokompatibilität, insbesondere zu den Blutgruppen. Da habe ich Ihnen das mal vorbereitet. Wir sehen hier einen Erythrozyten, ein rotes Blutkörperchen mit der Blutgruppe 0. Das hat so eine Grundglykosylierung. Da ist nämlich jetzt so ein lilaner Kasten, das soll eine D-Galactose sein und an die verknüpft ist ein Glucosamin, also ein Glucose-Derivat, wir hatten es vorhin gesehen, mit einer Aminofunktion. Und an diesem Amin, da sitzt jetzt noch eine Acetylgruppe dran, da ist also über den Stickstoff gebunden, deswegen ein N-Acetyl-Glucosamin. Und dann kommt wieder eine Galactose und dann kommt eine Fucose. Und die ersten drei, Galactose, N-Acetyl, Glucosamin und nochmal die Galactose, das sind immer D-Zucker. Das ist jetzt die Stereochemie. Wir müssen nochmal uns anschauen, was hat es mit dem D und L auf sich. Und die Fucose, das ist ein L-Zucker, eine L-Fucose, eine ganz große Ausnahme, denn wir hatten bei den Aminosäuren auch schon einen Blick drauf geworfen. Da hatte ich gesagt, L-Aminosäuren sind die Aminosäuren, die physiologisch für uns relevant sind. Und es gab nur einige sehr eng begrenzte Ausnahmen für D-Aminosäuren. Hier ist genau umgekehrt. Da hat sich die Natur entschieden, jetzt D-Zucker zu verwenden. Und wahrscheinlich die einzigste Ausnahme, nach der sie je gefragt werden, das ist die Fucose, die jetzt dasteht bei den Blutgruppen. Das ist eine L-Fucose. Blutgruppe A hat jetzt eine kleine Abweichung. Kleine Abweichung, große Wirkung, denn ich habe eine Verzweigung drin.
an der äußeren Galactose. Da kommt nicht nur die L-Fucose, sondern da kommt jetzt auch noch ein Galactose-Derivat, ein Galactosamin, ebenfalls acetyliert, ein N-Acetyl-D-Galactosamin. Und Blutgruppe B hat ebenfalls diese Verzweigung, aber jetzt nochmal zu einer Galactose. Und gegen diese Kohlenhydratstrukturen, da können Sie jetzt Antikörper ausbilden. Also wenn Sie jetzt Blutgruppe 0 sind, dann hätten Sie Antikörper gegen die Verzweigung A und Antikörper gegen die Verzweigung B. Und entsprechend sollten Sie eine Bluttransfusion jetzt nicht von Blutgruppe A bekommen, dann würden Ihre Anti-As da binden. Oder wenn Sie B bekommen, würde Anti-B binden, dann sollten Sie eben auch nur Blutgruppe 0 transfundiert bekommen. Zumindest wenn es Erythrozytenkonzentrat ist. Oder wenn Sie jetzt Blutgruppe AB haben, dann haben Sie sinnvollerweise keine Antikörper gegen A und B. Sie wollen sich ja nicht selbst schaden. Und dann könnten Sie auch Erythrozyten, die nur Blutgruppe A sind, bekommen. Denn Anti-A haben Sie nicht oder nur B könnten Sie bekommen. Anti-B haben Sie auch nicht. Null könnten Sie auch bekommen. Dann würden Sie insofern besser dastehen. Und jetzt spielen wir so ein bisschen rum mit dieser Stoffgruppe und versuchen jetzt mal so einige Dinge hier zu variieren. Zuerst mal die Anzahl der Kohlenstoffatome. Wenn ich die Kohlenstoffatome hier verändere, dann gibt mir das eine Möglichkeit, wieder so Schubladen aufzumachen und diesen Kohlenhydraten Namen zu verpassen, sie wieder irgendwie zu sortieren. Kohlenhydrate können nämlich systematisch nach der Anzahl der Kohlenstoffatome benannt werden. Und dann ergeben sich, wenn wir bei 3 beginnen, die Triosen, 4 die Tetrosen, 5 die Pentosen, die Hexosen und die Heptosen. Ja, dann kann man schon mal so ein bisschen eingrenzen, wovon man spricht. Wenn es um Hexosen geht, dann würden Sie zum Beispiel an die Glucose und an die Fructose denken. Die werden dann in der Glykolyse zerlegt in unterschiedliche Triosen. Und dann kann man so dem Ganzen schon mal einen Begriff geben. Und diese Reihe, die kann man auch synthetisch natürlich durchwandern. Sie können Kohlenhydrate chemisch verlängern oder verkürzen, nämlich immer das Anheften eines weiteren Kohlenstoffs. Wenn Sie das interessiert, dann googeln Sie mal nach der Cyanhydrin-Synthese bzw. nach einer Kiliani-Fischer-Synthese. Und das Gegenteil davon, der Abbau, das Verkürzen, ist der sogenannte Wohlabbau. Was können wir noch machen? Wir können, wie gesagt, jetzt räumlich die Hydroxylgruppen unterschiedlich anordnen und dann müssen wir jetzt ein bisschen über Stereochemie reden. Denn Sie sehen es hier, der Pfeil links oder rechts oder alles das Gleiche, das ist jetzt die große Frage, wie weit spielt das eine Rolle? Und dann müssen wir uns erst nochmal anschauen, wie ist die Hybridisierung am Kohlenstoff. Na, wir haben Einfachbindungen, das heißt, hier sind sp3 hybridisierte Orbitale, das heißt also ein s-Orbital und 3p-Orbitale sind jetzt entartet. Und dann ergibt sich mit diesen 4 sp3-Orbitalen eine Anordnung, die maximal sich im Raum verteilen möchte. Und im dreidimensionalen Raum maximal verteilen, das führt eben dazu, dass sich hier so ein Tetraeder ausbildet. Und ich habe das Ganze hier mal ein bisschen nachgebastelt. Mit dem Ding können wir nachher rumspielen. Ja, das sind also so Tennisbälle, ne, eher ist es aus dem Tierbedarf Hundebälle der Marke Kong. Die habe ich mit so ein paar Stäben und wirklich sehr viel Klebstoff versucht zu einem fast perfekten Tetraeder zusammen zu basteln. Und der Bindungswinkel, der ist zumindest in der Theorie, nicht an meinem Modell, aber in der Theorie 109,5 Grad. Das heißt, auf die Weise werden sich die abstoßenden, bei negativ geladenen Elektronen jetzt möglichst weit voneinander entfernen. Das ist das, was energetisch am günstigsten ist. Und jetzt die Frage, spielt die räumliche Anordnung eine Rolle? Wenn ich jetzt hier 2 Moleküle anschaue, dann schauen wir mal, welche Substituenten stehen da drin. Sie haben einen Wasserstoff, Sie haben einen
nicht näher definierten Rest und Sie haben zwei Aminogruppen. Und auf der anderen Seite sehen Sie das gleiche nochmal, aber in der Orientierung, in der räumlichen Anordnung verändert. Na, also wenn ich jetzt hier von mir wegzeigen, also von Ihnen jetzt, Sie schauen jetzt hier auf diese beiden Aminofunktionen, die von Ihnen wegzeigen und dann haben Sie hier ein H und hier ein Rest. Und jetzt kann ich hier diese beiden Bälle abziehen und vertauscht wieder draufsetzen. Und dann ist die Frage, kommt dasselbe raus? Nun, die Bälle sind farbig markiert, aber wir haben vier Farben momentan. Allerdings haben wir ja nur drei unterschiedliche Substituenten. Zwei Aminofunktionen sind ja identisch. Also mache ich zwei Bälle einfach mal kurz silber. So, betrachten wir das hässliche Modell nochmal. Wir haben jetzt die beiden Aminofunktionen in Silber, die zeigen von Ihnen weg und Sie haben hier ein H und hier einen Rest. Wenn ich die beiden jetzt vertausche, ich mache es nicht wirklich, sonst ist es kaputt, aber stellen Sie sich vor, der ist jetzt da drüben und der ist auf der Seite, dann kann ich fragen, ist das jetzt ein unterschiedliches Modell? Und Sie werden sehen, das ist es nicht, denn ich kann einfach hier das Ganze so drehen und durch Drehung ineinander überführen. Jetzt wären diese beiden wieder so, wie sie vorher waren. Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Fall reicht eine einfache Drehung. Bei Kohlenstoffatomen mit zwei oder mehr gleichen Resten ist die räumliche Anordnung egal. Unterschiedliche räumliche Anordnungen lassen sich nämlich durch eine Drehung ineinander überführen. Oder anders ausgedrückt, solche Moleküle besitzen eine Symmetrieebene, nämlich hier durchliegend. Und die werden entsprechend achiral genannt. Das heißt, auf sowas muss man keine Rücksicht nehmen, wie man es zeichnet, weil zwei gleiche Substituenten da sind. Nehmen wir ein anderes Beispiel, dann muss ich meine Aluminiumfolie wieder wegmachen. So, in diesem Fall, da hätten wir jetzt tatsächlich eine Händigkeit. Wir haben vier unterschiedliche Substituenten. Wir haben nämlich einen Wasserstoff, wir haben einen Rest, wir haben ein COOH und ein NH2, Säuregruppe und Aminogruppe. Und wenn ich das jetzt vertausche, dann kann ich es durch Drehung nicht mehr ineinander überführen, dann irgendwo passt es immer nicht. Na, wenn ich jetzt hergehe und würde jetzt oben grün, unten rot, hier gelb, hier orange, würde gelb und orange vertauschen, könnte ich das wieder versuchen durch Drehung zu kompensieren. Wenn ich es dann aber drehe, dann vertauscht sich das, was nach hinten zeigt, dann ist nämlich jetzt oben rot und unten grün, dann passt es auf diese Weise wieder nicht. Und dann habe ich im Prinzip sowas, das sich verhält wie zwei Handschuhe oder zwei Schuhe, die gespiegelt sind und die nicht zur jeweils anderen Hand, zum anderen Fuß passen. Bei Kohlenstoffatomen mit vier unterschiedlichen Resten können die Reste nämlich spiegelbildlich angeordnet sein. Und in dem Fall ist es wichtig, wie sie angeordnet sind, weil es sich um eine andere Substanz handelt. Es ergeben sich chirale Moleküle, die sich durch Drehung jetzt nicht ineinander überführen lassen. Und den Kohlenhydraten, da kann jedes Kohlenstoffatom mit vier unterschiedlichen Resten sich genau so verhalten und deswegen ein solches Chiralitätszentrum sein. Und da muss ich jedes Kohlenstoff, für das das zutrifft, getrennt betrachten, bei meiner Benennung der Substanz berücksichtigen und richtig zeichnen, damit, wenn jemand anders wissen will, wovon ich rede, vielleicht was nachkochen möchte, was ich da gemacht habe, und der aber auf einem anderen Kontinent sitzt und nur meine Zeichnung hat, dass der wirklich weiß, was ich hier fabriziert habe, was ich hier eigentlich meine. Und wie kann man das jetzt klar kommunizieren? Wie kann ich jetzt sagen, die Bälle sind so orientiert, wie ich sie jetzt hier Ihnen in die Kamera halte?
Aber ich will nicht jedes Mal einen Film machen, ich will es einfach irgendwie zum Ausdruck bringen mit Sprache. Und dann gibt es eine sogenannte R- und S-Nomenklatur, eine Kahn-Ingold-Prelog-Regel. Und da müssen Sie Folgendes machen. Da müssen Sie diese Substituenten priorisieren. Da müssen Sie sagen, ja gut, also Rot ist am gewichtigsten, dann kommt Orange, dann kommt Gelb und dann kommt Grün. Oder ein bisschen eindeutiger, vielleicht Sie machen das Ganze nach der Ordnungszahl und dann sagen Sie im Periodensystem, höhere Ordnungszahl gewinnt. Das heißt, Sauerstoff zählt mehr als Stickstoff. Stickstoff wiederum zählt mehr als Kohlenstoff. Kohlenstoff wiederum zählt mehr als Wasserstoff. Und dann werden Sie feststellen, dass Sie nicht immer sich ganz einig sind, weil Kohlenstoffatome gibt es meistens an verschiedenen Positionen. Und dann wissen Sie nicht, welcher von den Kohlenstoffatomen jeweils jetzt mehr Gewicht trägt. Und dann macht man das so, wenn man eine Position hat, wo man nicht genau sagen kann, wie verhält die sich verglichen mit einer anderen. Dann geht man nochmal ein Atom weiter und guckt, was ist benachbart an dem, was ist benachbart an dem. Und dann wäre zum Beispiel eine Säuregruppe, COOH, mit noch zwei O's dran, wieder wichtiger als eine Aldehydgruppe, COH, mit nur einem O dran, aber immerhin mit Doppelbindung, wäre wichtiger als eine Alkoholgruppe, CH2OH, das nämlich nur ein einfach gebundenes O hat. Und das wiederum wäre wichtiger als eine Methylengruppe, CH2, wo es gar kein O gibt. Und das insgesamt alles ist, wie gesagt, wichtiger als der Wasserstoff. Also Sie priorisieren das Ganze. Und dann drehen Sie das so hin, dass der Substituent mit der niedrigsten Priorität von Ihnen wegzeigt. Und Sie schauen also jetzt vom zentralen chiralen Kohlenstoff hin in Richtung des am niedrigsten priorisierten Atoms. In dem Fall sonnenklare Sache, habe ich ja gesagt. Grün ist am unwichtigsten. Also schaue ich auf den zentralen Kohlenstoff so, dass ich entlang der Achse C grün blicke. Und dann sehe ich das Grüne im Prinzip gar nicht mehr. Ich kann es Ihnen mal so in die Kamera drehen, dann sehen Sie das Grüne gar nicht mehr. Und dann sehen Sie nur noch den Mercedes dran, drei Substituenten. Und die können Sie nämlich jetzt entsprechend Ihrer Priorisierung absteigend sortieren und dann einen Kreis beschreiben, links herum oder rechts herum. Wir gehen wieder zu den Folien zurück. Hier sehen Sie nochmal den Blickwinkel. Jetzt entlang der Achse C und H. Das H ist am unwichtigsten. Und dieses Auge hier sieht jetzt drei Reste, nämlich das R und nach rechts zeigend, relativ zum Betrachter, das COOH. Und nach unten zeigend das NH2. Die sind von der Priorisierung wie? COH ist wichtiger als der Rest, der wahrscheinlich nur CH2 irgendwas ist. Und das NH2 ist wichtiger als das COOH. Das heißt, Sie beschreiben jetzt einen Kreis entgegen des Uhrzeigersinns von hoch zu niederpriorisierten Substituenten. Und was passiert? Sie bewegen sich jetzt in dem Fall links herum und deswegen haben Sie jetzt hier eine S-Konfiguration. S steht für sinister, steht für links, andersrum wäre R, wäre rectus aus dem Lateinischen rechts herum. Was ist da jetzt anders? Wenn ich jetzt zwei Substanzen habe, die jetzt hier so gespiegelt sind, was unterscheidet sich denn eigentlich? Nun, ich kann das Ganze beobachtbar machen. Ich kann nämlich linear polarisiertes Licht damit drehen, und zwar je nachdem, welche Konfiguration hier vorliegt, in unterschiedliche Richtungen. Spiegelbildliche, sogenannte enantiomere Moleküle, drehen nämlich linear polarisiertes Licht in die eine oder andere Richtung. Da sehen Sie jetzt einen Joghurt noch abgebildet. Dieser Bio-Joghurt, wodurch zeichnet der sich aus? Der hat viele Lactophilus und irgendwelche anderen Bakterien, die überwiegend L-Milchsäure bilden. Und
Da steht ein Plus dahinter. Das Plus, das zeigt jetzt an, wie das linear polarisierte Licht gedreht wird. Das sind rechtsdrehende Milchsäuren. Ja, wenn Sie sich schon mal gefragt haben, wenn ich so einen Joghurt esse, was dreht sich denn da? Da drehen sich nicht die Bakterien und da wird es sie auch nicht drehen. Ja, ist ja kein Wein, sondern ist ein Joghurt, sondern da dreht das linear polarisierte Licht. Nämlich dann, wenn Sie eine solche Analyse machen und ein Polarimeter haben, dann könnten Sie eine Lichtquelle, zum Beispiel eine Glühbirne nehmen und mit jedem Quant, das hier ausgestrahlt wird, haben Sie ganz zufällig eine Polarisationsebene. Licht hat ja zwei Schwingungsebenen, wenn Sie sich erinnern an die Physik. Sie haben ein elektrisches Feld und senkrecht dazu haben Sie ein magnetisches Feld. Und das breitet sich dann in eine Richtung aus. Und jedes Quant, wie gesagt, völlig unorientiert, aber Sie können filtern. Sie können jetzt hier einen Polarisator dazwischen setzen und dieser Polarisator lässt nur eine Schwingungsebene durch. Das ist das, was Sie im 3D-Kino in den Polbrillen haben, solche Polarisationsfilter. Da können Sie mal versuchen, mit zwei solchen Brillen ein bisschen zu spielen. Wenn Sie eine Brille normal aufsetzen, dann kommt nur Licht durch, was in eine Richtung polarisiert ist. Wenn Sie eine zweite Brille dahinter nehmen, gleich orientiert, dann geht das Licht auch dadurch und Sie werden weiterhin was sehen. Wenn Sie die zweite Brille dann verdrehen, dann sperrt sie einen anderen Winkel und dann kommt nichts mehr durch. Dann wird es auf einmal schwarz auf dem Auge. Ja, also so einen Polarisator kann man nehmen, dann haben Sie nur noch eine Schwingungsebene und dann geht das Licht durch Ihre Probe, durch Ihren Joghurt und dann wird hier eine gewisse Lichtdrehung stattfinden. Und Sie müssen jetzt rausfinden, wie stark wurde das Licht gedreht. Das menschliche Auge kann es nicht erkennen, aber Sie können jetzt einen zweiten Polarisator, einen Analysator jetzt dahinter nehmen, eine zweite Polbrille und können gucken, in welchem Winkel lässt Sie das Licht noch durch. Und wenn Sie dann den Winkel zwischen diesen beiden Brillen betrachten, dann ist das der Drehungswinkel, der jetzt hier stattgefunden hat. Die Lichtdrehung kann rechts herum sein, plus oder links herum sein. Das gibt man dann mit einem Minus an. Das ist ein Unterschied, der jetzt hier auftritt zwischen solchen enantiomeren Molekülen. Jetzt ist wichtig, dass man nicht die Konfiguration nehmen kann, um einen Rückschluss erstmal auf die Lichtdrehung zu machen. Das heißt also, wenn Sie ein S-Enantiomer haben, dann wissen Sie nicht, ob das links oder rechts drehend ist. Sondern Sie müssen es für eine bestimmte Substanz, für eine Milchsäure zum Beispiel, einmal testen. Und wenn Sie wissen, S ist jetzt rechtsdrehend, dann ist sonnenklar, gleiche Substanz, aber gespiegelt das andere Enantiomer, nämlich die R-Konfiguration, die wäre dann entsprechend andersherum drehend. Und bei einer anderen Substanz müssten Sie es wieder neu ausprobieren. Das kann immer, S kann Plus oder Minus sein, aber wenn es das eine ist, dann ist R genau das andere. Warum muss Sie das interessieren? Warum ist das relevant? Wir können nicht alle Substanzen gleichermaßen verstoffwechseln. Denn wichtig ist jetzt, dass spiegelbildliche enantiomere Moleküle nur in einer bestimmten Form mit einem Enzym wechselwirken können. Enzyme, das hatten wir besprochen, sind räumliche dreidimensionale Gebilde und die müssen durch die Form ihrer Bindungstasche jetzt ein Substrat erkennen. Und dadurch, dass sie selbst dreidimensional sind, können sie natürlich auch ein solches dreidimensionales Molekül mit einem chiralen Kohlenstoff sehr wohl von seinem Enantiomer unterscheiden. Das kann man leicht sehen, wenn man zum Beispiel eine Drei-Punkt-Erkennung simuliert. Sie haben hier die Tafelebene, das ist eine Bindungstasche eines Enzyms und das hat jetzt eine Drei-Punkt-Erkennung. Hier würde es zum Beispiel grün erkennen, meinetwegen über die Ladung oder über die Polarität. Und hier würde es orange erkennen und hier würde es gelb erkennen. Dann passt dieses Molekül hier so rein wie die Faust aufs Auge und das Enzym kann sein Substrat jetzt entsprechend umsetzen. Wenn ich jetzt hier wieder was vertausche und ich sage es nochmal, ich
könnte es tun, aber dann wäre es kaputt. Es ist wirklich gut geklebt. Wenn ich jetzt was vertausche, gelb und orange, dann würde es entsprechend hier nicht mehr reinpassen. Dann ist meine 3-Punkt-Erkennung nicht mehr funktionierend und entsprechend kann ich dieses Molekül, diese Milchsäure zum Beispiel, nicht verstoffwechseln. Ne? Und wenn Sie jetzt einen solchen Joghurt haben, wo drauf steht jetzt neue 50% mehr linksdrehende Milchsäure, dann rate ich vom Kauf ab, denn diese linksdrehende Milchsäure, die werden Sie nicht verstoffwechseln können. Bakterien würden das für Sie übernehmen, kriegen Sie vermutlich Blähungen davon oder Durchfall, ist vielleicht nicht ganz so feierlich. Im extremsten Fall könnte diese Milchsäure auch zu einer Azidose führen, aber dann müssten Sie schon einen guten Appetit auf den Joghurt entwickeln. Das ist das eine. Relativ unproblematisch, dass man sagt, man kann eine bestimmte Substanz, dann kann man nichts mit anfangen. Aber es ist viel wichtiger, dieses Thema der Stereochemie, gerade für Sie als angehende Ärztinnen und Ärzte, denn Sie müssen sich nachher auch mit Medikamenten auseinandersetzen. Und bei einem Medikament, da kann es natürlich auch so sein, dass wir ein Chiralitätszentrum haben innerhalb des Moleküls und das eine Enantiomer, das wirkt vielleicht, das andere Enantiomer wirkt vielleicht nicht. Könnte ja auch ein Inhibitor sein, könnte jetzt ein Enzym blockieren, wenn es da reinpasst, dann muss es eben auch passen. Oder wenn ich jetzt das falsche Enantiomer verkaufe, dann würde es entsprechend keine Wirkung haben. Tatsächlich ist es so, wenn ich chemische Substanzen nicht enzymatisch herstelle, das heißt also jetzt nasschemisch im Kolben synthetisiere, dass dann oftmals ein racemisches Gemisch entsteht, dass beide Enantiomere gleichermaßen vorliegen hat. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Synthese machen und Sie haben jetzt einen sp2-hybridisierten Kohlenstoff, nämlich einen planaren Kohlenstoff, einen Mercedes-Stern, und Sie sind fast fertig mit Ihrem Medikament, jetzt fehlt nur noch eine Gruppe, die Sie noch anhängen möchten. Und dann geben Sie da Ihre Substanz dazu und was passiert? Sie haben jetzt meinetwegen eine Addition und ein Atom kommt jetzt von oben, geht an diesen Kohlenstoff noch dran. Die Hybridisierung ändert sich, er wird jetzt zum Tetraeder und dieser Mercedes-Stern klappt entsprechend nach unten weg. Kann passieren, ist okay, kann auch anders laufen. Die Substanz kann natürlich auch von unten anschwimmen, dann geht sie von unten ran, dann klappt der Mercedes-Stern nach oben. Und beides Mal entsteht vermeintlich dasselbe, aber eben gespiegelt. Und dann haben Sie oftmals eine Mischung von diesen Substanzen und die können jetzt auch gar nicht so leicht aufreinigen. Das ist nämlich ein großes Problem. Denn jetzt ist die Frage, was unterscheidet solche Enantiomere? Die Lichtdrehung hatten wir besprochen. Auch vielleicht die Möglichkeit der enzymatischen Umsetzung. Aber vieles andere, was man typischerweise als Trennverfahren nimmt, nicht. Denn Sie haben immer noch jedes Kohlenstoffatom von den gleichen Gruppen umgeben. Und damit sind solche ganz charakteristischen Größen, die ja eine Substanz beschreiben, wie Farbe, wie Dichte, wie Schmelz- und Siedetemperatur, die sind identisch. Ja? Und Sie können jetzt nicht irgendwie eine chromatographische Aufreinigung oder eine Destillation machen, um die zu trennen. Denn alles das ist erstmal gleich und Sie wissen vielleicht gar nicht unbedingt oder kriegen es gar nicht so mit, dass Sie jetzt hier ein Gemisch aus zwei Enantiomeren haben. Dann können Sie sagen, ja gut, okay, das eine Enantiomer mein Wirkstoff, der wirkt, dann habe ich aber nur 50% davon drin, die anderen 50%, die wirken eben nicht, dann ist auch nicht so schlimm, dann verkaufe ich eben eine größere Tablette, dann passt das wieder, können Sie machen, geht auch oftmals gut, kann aber auch ganz gewaltig schief gehen. Und das musste man schmerzhaft lernen in den 50er und 60er Jahren. Da gab es den Contergan-Skandal. Da hat man einen Wirkstoff, Thalidomid, das ist ein Beruhigungsmittel, ein mildes Schlafmittel, nebenwirkungsarm, hat man verkauft. Und dann hat man begonnen, das auch gegen Schwangerschaftsübelkeit einzusetzen. Und das ist eine solche Substanz, die eben jetzt genau aus zwei Enantiomeren besteht. Und wir haben jetzt ein solches racemisches Gemisch. Ein Enantiomer war therapeutisch wirksam, hat gegen Schwangerschaftsübelkeit hervorragend funktioniert. Das andere war allerdings jetzt fruchtschädigend, teratogen. Und das sehen wir nochmal in der Struktur.
Ja, nur der geschulte Blick erkennt überhaupt, dass die beiden unterschiedlich sind, die R- und die S-Form. Es ist hier durch Keilstriche gezeichnet. Sie sehen einmal den ausgemalten Keilstrich, wo das N auf Sie zukommt, aus der Papierebene raus, und den gestrichelten Keilstrich, wo das N hinter der Papierebene liegt. Und eines davon, das R-Thalidomid, war sedierend, das S-Thalidomid war teratogen. Und dann sind sehr gehäuft missgebildete Kinder auf die Welt gekommen, und es ist eine Diskussion dann entbrannt. Man hat die aufkommende Kernenergie verantwortlich gemacht, auch die Atomwaffentests seinerzeit hat man dann verantwortlich gemacht dafür. Und dann ist viel Zeit vergangen, bis man auf die Idee gekommen ist, bis zuerst mal der Verdacht geäußert wurde, dass das an diesem Kontergan liegen könnte. Und das wurde dann diskutiert. Der Hersteller, die Firma Grünenthal, die hat natürlich gesagt, von uns kommt das nicht, unser Wirkstoff ist sicher, und hat erstmal versucht, das Ganze auszusitzen. Erst als dann um die 1500 Fälle aufgetreten waren, hat man dann diesen Wirkstoff mal vom Markt genommen. Und insgesamt kann man schätzen, dass rund 10.000 Menschen hier missgebildet, behindert zur Welt gekommen sind und daran natürlich leiden. Bis heute leiden und auch letztlich erst nach sehr langer Zeit und ich meine mit relativ geringem finanziellen Aufwand entschädigt wurden. Nun, was bedeutet das jetzt für die Anzahl der möglichen Kohlenhydrate, die wir bilden können, wenn wir jetzt eine bestimmte Kettenlänge zugrunde legen und dann uns damit auseinandersetzen, dass hier Chiralitätszentren drin sein können, wo wir unterschiedliche Enantiomere bilden. Betrachten wir die Aldosen. Nächste Schublade, nämlich Kohlenhydrate mit einer Aldehydgruppe. Die Aldehydfunktion, die ist selbst nicht chiral. C-Doppelbindung O, da haben Sie quasi an jeweils den einzelnen Einfachbindungen das O sitzen, und deswegen haben Sie hier schon mal an zwei Bindungen den gleichen Substituenten. Was ist der Hintergrund? Diese sp2-Hybridisierung, die ist planar, und deswegen hat sie auch eine Spiegelebene, können Sie drehen und dann die eine in die andere Form überführen. Die Aldehydfunktion ist achiral. Das Kohlenstoffatom, das jetzt am weitesten entfernt ist von der Aldehydfunktion, das trägt zwei Wasserstoffatome und das ist damit auch achiral. Die anderen, die bleiben, die haben jetzt aber vier unterschiedliche Substituenten. Na, Sie sehen hier, da ist das C1 nach oben, da ist die Kette nach unten, da ist die Hydroxylgruppe nach links und nach rechts sitzt noch ein nicht gezeichnetes H. Und generell ist es so, eine Aldose mit einer Anzahl N Kohlenstoffatome hat also N-2 Chiralitätszentren. Ne? Das Aldehyd fällt weg und die CH2-tragende Kohlenstoffatom fällt weg. Und dann bleiben entsprechend, wie viele Möglichkeiten für einen C3-Körper, habe ich ein asymmetrisches Kohlenstoff, habe ich zwei Möglichkeiten, hier unterschiedliche Substanzen zu bilden. C4 habe ich schon 2 mal 2, sind 4 unterschiedliche Substanzen. C5 habe ich 3 Chiralitätszentren, schon 8, und mit C6 16 unterschiedliche Substanzen, die sich hier bilden lassen. Und jetzt brauche ich natürlich eine Möglichkeit, solche Raumstrukturen auch eindeutig abzubilden. Das heißt, ich muss mir jetzt anschauen, wie kann ich das Ganze richtig zeichnen. Und Sie sehen schon, hier ist jetzt ein Kohlenhydrat gezeichnet und dieses Kohlenhydrat ist momentan mit Keilstrichen gemacht. Das heißt, Sie haben innerhalb der Papierebene die Kohlenstoffkette, das ist alles quasi flach wie ein Brett, und Sie haben von uns wegzeigend die gestrichelten OHs, die unter der Papierebene liegen, und die durchgemalten Keilstriche, die oberhalb der Papierebene liegen.
Linien in der Papierebene, quer gestrichelte zum Zentrum, dünner werdende Keile vom Betrachter weg und die ausgefüllten zum Zentrum, dünner werdenden Keile aus der Papierebene herauszeigend. Das ist eindeutig. Das ist auch einigermaßen anschaulich. Aber es ist aufwendig zu zeichnen. Da muss irgendwie eine Vereinfachung her. Und da hilft uns die sogenannte Fischer-Projektion, benannt nach Emil Fischer. Nun, was machen wir? Wir zeichnen die Kohlenstoffkette von oben nach unten. Und zwar nicht irgendwie, sondern so, dass das am stärksten oxidierte Atom möglichst weit oben steht. Zur Erinnerung, Oxidationsreihe, Alkan, Alkene, dann haben wir das Aldehyd und dann haben wir die Carbonsäure. In dem Fall ist natürlich bei einer Aldose das Aldehyd oder bei einer Ketose das Keton ausschlaggebend und die Carbonylgruppe ist möglichst weit nach oben zu zeichnen. Horizontale Linien, die zeigen jetzt aus der Projektionsebene heraus, die springen mich jetzt quasi an. Und weil man das jetzt so definiert, brauche ich sie eben nicht mehr als Keilstrich zeichnen, sondern als einfache Linien. Wenn die Horizontalen auf mich zuzeigen und jeder Kohlenstoff hier sp3 hybridisiert ist, dann ist natürlich so, dass die Vertikalen jetzt jeweils nach hinten zeigen. Ja, und egal, wo Sie die Lupe jetzt reinhalten, Sie haben immer diese vertikalen Ebenen nach hinten wegzeigend und brauchen auch das nicht entsprechend kenntlich zu machen, denn es ist eben bei der Fischer-Projektion jetzt so definiert. Wir machen es noch einfacher. Es soll ja eine Vereinfachung sein. Das heißt, wir zeichnen die Kohlenstoffatome jetzt überhaupt nicht mehr. Also wir schreiben kein C mehr hin, sondern wir machen nur noch Kreuze der Linien, der Chiralitätszentren und dort soll jetzt ein Kohlenstoff sitzen. Und jetzt brauchen wir noch einen Namen für dieses Ding, was wir da gezeichnet haben. Und jetzt gibt es Stereodeskriptoren, nämlich das D und das L. Und was machen wir? Wir benennen jetzt das unterste Chiralitätszentrum, das am weitesten von der höchst oxidierten Gruppe entfernt stehende Chiralitätszentrum. Höchst oxidierte Gruppe war ja hier oben. Am weitesten davon entfernt wäre dieses C, ist aber kein Chiralitätszentrum, hat ja zwei H's. Also wäre es das nächste, wäre das hier. Und dort sitzt die Hydroxylfunktion jetzt auf der rechten Seite. Deswegen dexter wäre das jetzt dekonfiguriert. Wenn es links wäre, Levus, dann hätten wir entsprechend eine L-Konfiguration. Das ist die Fischer-Projektion. Mit diesem Wissen können Sie ja nochmal an die Aminosäuren zurückdenken, inwieweit das da auch zutrifft. Wenn Sie eine L-Aminosäure zeichnen, dass Sie das auch nochmal an der Stelle sich so ein bisschen klar gemacht haben. Nun, als Emil Fischer sich das jetzt ausgedacht hat, da war die tatsächliche räumliche Struktur noch gar nicht bekannt. Das heißt, er musste hier einfach irgendwelche Annahmen machen und er hat Glycerinaldehyd als Referenzsubstanz hier benutzt. Das rechtsdrehende N-Enzymer gehabt, der konnte also die Lichtdrehung bestimmen, aber er wusste nicht, wie sind die Atome da drin. Dann hat er einfach aufgemalt, hat gesagt, hier die OH-Gruppe zeigt jetzt nach rechts und das, was in meinem Kolben hier schwimmt und was mein Licht rechts oben dreht, das ist jetzt Dekonfiguration. Und darauf basierend hat er jetzt andere Substanzen zum Vergleich hergezogen, andere Zucker. Und wenn die zum rechtsdrehenden Glycerinaldehyd abgebaut werden konnten, dann hat er gesagt, sind die auch dekonfiguriert. Und er hat Glück gehabt, denn 1951, da konnte gezeigt werden durch Röntgenkristallstrukturanalyse, wie liegen die Atome wirklich im Raum. Und es war wirklich so, dass diese Konfiguration, die er jetzt aufgemalt hatte als Dexter, dass das tatsächlich das rechtsdrehende N-Enzymer war. Das heißt, diese willkürliche Annahme, die war entsprechend richtig gewesen. Wichtig ist jetzt, habe ich vorhin schon gesagt, dass aus der DL-Konfiguration man nicht auf die Drehung des Lichts zurückschließen kann. Ob die Drehrichtung rechts plus oder minus links ist, das kann man für ein bestimmtes N-Enzymer erst dann wissen, wenn man es getestet hat. Und dann weiß man, wenn für D plus gilt, dann gilt für L minus.
oder wenn es für D minus gilt, gilt für L plus. Und andersherum kann man aus der DL-Konfiguration auch nicht auf die RS-Konfiguration schließen, denn die Priorisierung hält sich nicht daran, wie das Ganze nach Fischer projiziert ist. Das heißt, auch das muss man jeweils neu für ein bestimmtes Chiralitätszentrum bestimmen. Und jetzt lassen Sie uns die Namen der einzelnen Zucker mal so ein bisschen durchgehen und wir machen das jetzt Schublade für Schublade. Gehen also an den Schrank hin, wo drauf steht Aldosen, alle aldehydtragenden Zucker, und machen die Schublade mit den Triosen auf, da sind drei Kohlenstoffatome drin. Und da ist eben das Glycerinaldehyd. Glycerin, das ist drei Kohlenstoffatome tragend mit drei Hydroxylgruppen dran. Und das Glycerinaldehyd ist an einer dieser Hydroxylgruppen oxidiert. Wenn Sie die Oxidationsstufe hochgehen vom Alkohol, kommen Sie zum Aldehyd oder Keton. Und hier sind wir jetzt dann entsprechend beim Glycerinaldehyd. Dann haben Sie die Carbonylgruppe hier. Hier oben sitzt noch ein H, was nicht gezeichnet ist. Hier sitzt noch ein H, was nicht gezeichnet ist. Und Sie haben ein Chiralitätszentrum, nämlich das C2. C3 hat ja zwei Hs. Entsprechend ist es achiral. Zeichnen Sie da so die Aldehydgruppe nach oben und dann betrachten Sie das Kohlenstoff, das Chiralitätszentrum, das am weitesten davon weg ist, nämlich das einzige Chiralitätszentrum, was wir jetzt haben, mit OH rechts, dann sind wir beim D-Glycerinaldehyd. Oder einmal gespiegelt, das N-Enantiomer dreht das Licht jetzt umgekehrt, das L Glycerinaldehyd. Ansonsten sind die chemischen Eigenschaften dieser beiden Substanzen identisch. Schmelztemperatur, Siedetemperatur, Dichte und so weiter sind alle gleich. Aber die Lichtdrehung, die unterscheidet sich. Nächste Schublade sind wir bei den Tetrosen, bei den Aldotetrosen. Jetzt gibt es schon mehr Möglichkeiten. Entweder Sie zeichnen jetzt erstmal beide Chiralitätszentren mit dem OH auf die rechte Seite. Dann sind Sie bei einer Erythrose. Und zwar bei einer D-Erythrose, weil das unterste ja auf der rechten Seite steht. Oder Sie lassen die D-Form bestehen. Das heißt, am weitesten entfernt von der höchst oxidierten Gruppe ist das OH immer noch rechts. Aber das zweite Chiralitätszentrum, das drehen Sie, dann kommen Sie zu einer anderen Substanz. Das ist jetzt mehr als nur der Unterschied in der Lichtdrehung, denn jetzt ist die Substanz bezüglich der physikalischen Eigenschaften wirklich eine andere. Denn jetzt ist so, dass diese beiden OHs zum Beispiel auch nicht mehr miteinander wechselwirken oder nicht mehr so zusammenliegen, sich so beeinflussen, wie es vorher der Fall war, sondern sie sind jetzt entspannt voneinander. Das wirkt sich auf diese Eigenschaften aus und deswegen andere Substanz gibt es auch einen anderen Namen, nämlich jetzt eine Triose. Die Erythrose und die Triose können Sie jeweils spiegeln zu den L-Formen. Wenn Sie das machen, dann müssen Sie aber alle Positionen spiegeln. Das heißt also, das N-Enantiomer, der falsche Schuh zum falschen Fuß, den kriegen Sie dann, wenn Sie eine Substanz an allen Chiralitätszentren spiegeln. Dann kommt die L-Erythrose, die ist fast gleich wie Erythrose-D-Form, nur die Lichtdrehung ist anders, oder Sie kriegen die L-Triose, aber L-Erythrose und L-Triose unterscheiden sich wieder physikalisch. Jetzt kommen die Pentosen. Die Nomenklatur der Aldopentosen, da haben wir jetzt eine Ribose. Alles auf der rechten Seite, 5 Kohlenstoffatome. Oder wir drehen jetzt das oberste Chiralitätszentrum auf der linken Seite, dann sind wir bei einer Arabinose. Ist immer noch die, denn die am weitesten entfernte Gruppe, die ist immer noch auf der rechten Seite. Oder wir drehen die nächste Position, dann sind wir bei der Dexylose. Oder wir drehen 2 von 3, dann sind wir bei der Deluxose. Alles, was jetzt kommt, gibt es wieder die gleichen Substanzen, die schon dastehen, aber in den L-Formen, nämlich überall gespiegelt. Alles, was vorher rechts war, ist jetzt links. Dann sind wir bei der L-Ribose.
Dann sind wir bei der L-Arabinose, bei der L-Xylose und bei der L-Lyxose. Jetzt habe ich irgendwie was halbwegs Schlaues noch zu der einen oder anderen Struktur dazu geschrieben. Die Erythrose, warum könnte die interessant sein oder für Sie mal interessant werden? Die kommt nämlich in phosphorylierter Form im Pentosephosphatweg vor. Das heißt, wenn Sie den Pentosephosphatweg lernen, spätestens dann in der Hauptvorlesung, dann werden Sie diese Struktur wissen müssen. Die Ribose, die brauchen wir ebenfalls im Pentosephosphatweg und die brauchen wir auch, wenn wir über Nukleinsäuren sprechen. Die macht nämlich das Zuckerphosphat-Grundgerüst, wo die Basen dran sitzen, eben der Ribonukleinsäuren oder der Desoxyribonukleinsäuren. Die Xylose, die könnte Ihnen begegnen, wenn es in der Klinik darum geht, die Magenentleerungsgeschwindigkeit zu messen, Darmtätigkeit zu messen, denn die kann man zuführen, die wird nicht verstoffwechselt, sondern so wieder ausgeschieden und über die Geschwindigkeit, wie sie rein und rauskommt, lässt sich dann eine Aussage zur Magenentleerung, Darmtätigkeit treffen. Jetzt kommen die Aldohexosen und die Aldohexosen, die habe ich jetzt mal so sortiert, dass ich systematisch sie anordne, denn wir wollen uns jetzt mal überlegen, wie kann ich mir nachher auch die Namen und die Strukturen irgendwie merken, ohne daran wahnsinnig zu werden. Deswegen habe ich sie entsprechend ihres Binärcodes mal sortiert. Jetzt ist die Frage, was ist ein Binärcode, binäres Zahlensystem? Kennen Sie vermutlich aus der Mathematik oder aus der Informatik? Ja, Sie wissen ja, ein Computer, der denkt in binären Zahlen, da gibt es nur Strom an, Strom aus, nämlich 0 und 1, eben das Digitale, was das das ist der Hauptunterschied zum Analogen, wo es Zwischenzustände gibt. Und dann kann man Zahlen nur aus 0 und 1 schreiben. Und wenn wir das einmal kurz machen, dann gehen wir schon an die Tafel und versuchen jetzt hier mal ein bisschen binär zu zählen. Erstmal im Zehnersystem, das ist Ihnen eher geläufig. Es geht mit der 0 geht's los, dann kommt die 1, dann kommt die 2 und dann gehen die Ziffern hoch, solange Sie Ziffern haben. Und irgendwann sind Sie bei der 9 und jetzt wissen Sie nicht mehr weiter, denn mehr als 10 Ziffern haben Sie nicht. Dann nehmen Sie die erste wieder, die Sie schon mal benutzt haben, die 0 und dann wird aus der 9 eine 10, denn Sie springen eine Position weiter, jetzt nach oben. Jetzt kann ich überall sonst eine 0 davor schreiben, 01, 02, 09, 1, 0. Und jetzt ist wieder alles gut. Jetzt können Sie die 1 vorne stehen lassen und können hinten wieder hochzählen, bis Sie bei der 19 sind. Jetzt gehen Ihnen schon wieder die Ziffern aus. Dann machen Sie wieder eine 0 und müssen weiter vorne wieder 1 hochspringen. Dann sind Sie bei 2,0. Das Gleiche können Sie machen, wenn Sie im Binärsystem sind. Da haben Sie eben nur zwei Ziffern, nämlich nur eine 0 und eine 1. Dann fangen Sie an. 0, 1. Und schon gehen die Ziffern aus. Was mache ich? Ich springe wieder zur ersten zurück, habe wieder eine 0. Und jetzt muss ich natürlich eine andere Stelle erhöhen. Das heißt, ich mache eine zweite Position auf und hatte eben 0, 0, 0, 1, 1, 0. Jetzt ist wieder alles gut. Ich kann hinten wieder weiterzählen. Dann bin ich jetzt bei 1, 1. Und schon gehen die Ziffern wieder aus. Ich springe also zu 0. An meiner nächsten Position muss ich erhöhen, aber auch da gibt es nichts mehr. Also springe ich da auch zu 0 und mache schon die dritte Stelle auf. Warum tue ich Ihnen das an? Nun, ich möchte Ihnen helfen, die Hexosen richtig zu sortieren, dass wir hier einen Merkspruch anwenden können. Denn wenn man das jetzt so macht, 0 soll jetzt bedeuten, rechte Seite, alle Hydroxylfunktionen, 4 mal die 0, 4 Chiralitätszentren, alles rechts. Dann kommt 0, 0, 0, 1 und Sie sehen, ich habe jetzt an einer Position, nämlich hier an der obersten, gespiegelt. Und dann kommt 0, 0, 1, 0 und dann habe ich jetzt in der zweiten gespiegelt und dann kommt 0, 0, 1, 1, dann habe ich beide gespiegelt und dann kommt 0, 1, 0, 0. Und wenn Sie jetzt so die binäre Reihe hochzählen und die Zucker entsprechend so dazu schreiben, dann haben Sie durch die Bank die Formen da stehen, denn die erste 0 hier, das ist mein am weitesten entferntes Chiralitätszentrum. Und
Sie haben lauter Substanzen, die sich physikalisch unterscheiden und die können Sie jetzt benennen. Da denken Sie nämlich jetzt an alle alten Gänse, denn alle alten Gänse mögen gern im Garten tanzen. Sie haben also hier alle die Allose, Alten, die Altrose, Gänse, Gluckose, die mögen Mannose, gern Gulose, Imdiidose, Garten, das ist Galaktose, tanzen, dann haben Sie die Tallose. Na, so können Sie die Hexosen beisammenhalten und wenn Sie jetzt alle Positionen jeweils spiegeln, dann kommen Sie natürlich nochmal zu einem gleich großen Satz, nämlich zu den L-Enantiomeren. Viele Strukturen, viele Zucker, was könnte da relevant sein für Sie? Die Glucose und die Mannose, Galaktose auch, die brauchen wir als Nahrungsbausteine. Die brauchen wir entsprechend im Energiestoffwechsel. Die brauchen wir bei der Glykosylierung von Proteinen, haben wir gesehen bei den Blutgruppen zum Beispiel. Mannose-6-Phosphat hatten wir auch beim Cell Trafficking als Signal, als lysosomales Signal gesehen. Das heißt, diese drei Zucker, das sind die wichtigsten, diese Strukturen, die müssen Sie auf jeden Fall auswendig aufmalen können. Physiologisch ohnehin fast nur D-Zucker relevant, Ausnahme war die L-Fructose, da haben wir drüber gesprochen. Und jetzt kann man was anderes noch machen, jetzt kann man nicht nur Allosen aufbauen, sondern man kann auch die Position der Carbonylgruppe verschieben und dann kommt man zu einem ganz anderen Bereich, nämlich zu den Ketosen. Und Aldosen können sich jetzt in Ketosen auch umlagern. Man spricht hier von einer Lopri de Bruijn Alberta van Eckenstein Umlagerung. Das ist ein sperriger Begriff und wir wollen uns mal anschauen, was hier passiert. Wir betrachten mal das Glycerinaldehyd. Das kann offensichtlich sich umlagern in das Dihydroxyaceton. Das heißt, aus einer Aldose kann hier eine Ketose werden. Und ich erkläre noch mal kurz die Namen. Glycerin waren drei Kohlenstoffatome, drei Hydroxylgruppen. Und jetzt haben Sie ein C1, das aufoxidiert vom Alkohol zum Aldehyd. Dihydroxyaceton, da müssen Sie wissen, was Aceton ist. Ebenfalls drei Kohlenstoffatome, ein Keton am C2 und in dem Fall jetzt Dihydroxyaceton, zwei Hydroxylgruppen dran. Und jetzt haben wir mit diesem Aldehyd eine Carbonylgruppe, ist jetzt hier mal als Ketogruppe bezeichnet. Und warum? Wenn ich Sie wohin führen möchte, nämlich in einer kleinen Erinnerung an die Chemievorlesung, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es eine Ketoenol-Tautomerie gab. Ein Keton kann sich umlagern, kann tautomerisieren in ein Enol. Was ist ein Enol? Ein Enol ist eine Kombination aus einem Alken und einem Alkohol und dann haben Sie eine CC-Doppelbindung drin und haben einen Alkohol drin. Jetzt starten wir mit der Ketoform und was kann hier passieren? Sie können jetzt ein Proton abstrahieren. Nämlich der Carbonylgruppe benachbart am Alpha-Kohlenstoff, da sitzt ein azides Proton dran. Das kann leicht entfernt werden, azide, weil es sauer reagiert. Das Freisetzen von Protonen, das ist ja eine saure Reaktion. Und dieses Proton, das kann man jetzt leicht entfernen. Wir werden gleich sehen, warum das so gut funktioniert. Normalerweise ist das etwas, was ungünstig ist. Wenn ich ein H+ hier wegnehme, dann bleibt das Bindungselektronenpaar zwischen C und H ja am Kohlenstoff bestehen und dann entsteht mir erstmal ein Carbanion. Das ist sicherlich keine gute Sache. Der Kohlenstoff hat ein Außenelektron zu viel. Ist ja in der vierten Hauptgruppe, würde sich gerne von vier
Elektronen umgeben. Jetzt sind aber 5 Elektronen in der Nachbarschaft. Nämlich die Bindung zum C1, die Bindung zum OH, die Bindung zum CH2OH. Dann haben wir schon 3 Elektronen. Und jetzt das freie Elektronenpaar, das hier zur Ladung letztlich führt, das hat 2 Elektronen. Und damit ist es 1 zu viel, eine negative Ladung zu viel. Es entsteht ein negatives Kaup-Anion. Was kann passieren? Das Ganze wird dadurch stabilisiert, dass die Carbonylgruppe einen Elektronenzug ausübt. Insbesondere nämlich der Sauerstoff der Carbonylgruppe. Wenn Sie sich an die Elektronegativitäten jetzt erinnern und nochmal geistig den Blick auf das Periodensystem der Elemente lenken, dann erinnern Sie sich, dass Sauerstoff elektronegativer ist als Kohlenstoff. Der Sauerstoff zieht also die Elektronen zu sich hin und wird entsprechend negativ geladen sein. Der Kohlenstoff wird positiv polarisiert sein. Und diese positive Polarisierung, die sorgt dafür, dass das Elektronenpaar des Carbanions jetzt zwischen die beiden Kohlenstoffatome klappen kann. Normal würde das nicht gehen. Normalerweise wäre ja kein Platz mehr. Der obere Kohlenstoff hat sein Elektronenoktett schon voll, hat insgesamt schon 8 Außenelektronen um sich herum, 2 in der Doppelbindung, also 2 mal 2 in der Doppelbindung, 2 zwischen der CC und 2 zwischen der CH-Bindung. Jetzt geht es aber, denn jetzt habe ich den Elektronenzug des Sauerstoffs. Und was passiert? Ich bilde ein Enolat. Sie sehen schon das Alkene, Sie sehen schon fast den Alkohol. Der Alkohol ist noch deprotoniert, ist noch ein Alkoholat, deswegen sind wir insgesamt beim Enolat. Die negative Ladung des Sauerstoffs können wir jetzt kompensieren, indem unser Proton von vorhin sich anlagert und schon ist ein Enol entstanden. Und das ist die halbe Miete. Wir sind noch nicht beim Dihydroxyaceton, aber wir können das Ganze nochmal machen. Wir machen eine weitere Ketoenol-Tautomerie, dass wir wieder zurückkommen zu einer Ketoform und diesmal nicht wieder beim Aldehyd landen, sondern beim Keton landen, nämlich beim Dihydroxyaceton. Also das ganze Spiel nochmal zurück. Als erstes wieder ein Proton abstrahieren, jetzt mal an einer anderen Stelle, am anderen Alkohol und schon wieder haben wir ein Enolat. Der Sauerstoff hat jetzt keine Lust mehr, das Elektronenpaar des Sauerstoffs klappt mal wieder zum Kohlenstoff zurück, da ist kein Platz, der hat sein Oktett schon voll, also müssen wir Platz schaffen und dann klappt eine Bindung der Doppelbindung, ein Elektronenpaar zum randständigen Kohlenstoff und wir haben wieder ein Carbanion. Das kann man dadurch ausgleichen, dass unser noch vorhandenes H+, was hier rumschwimmt, sich wieder anlagert. Und plötzlich sind wir wieder auf der Stufe einer Ketoform. Das heißt, wir haben eine doppelte Ketoenol-Tautomerie gemacht und sind damit vom Glycerinaldehyd zum Dihydroxyaceton gekommen. Das Ganze kann nicht enzymatisch passieren. Es ist an der Stelle nur wichtig zu wissen, dass der Hinweg, in dem Fall jetzt von Aldose zu Ketose, dass der unkritisch ist, da entsteht nur eine Substanz, ein Dihydroxyaceton. Da müssen wir uns über Chiralität keine Gedanken machen. Wir haben ja auch kein Chiralitätszentrum. Aber die Rückreaktion, die ist nicht stereospezifisch. Das heißt, hier wird ja ein Chiralitätszentrum, hier mit einem Stern markiert, entstehen. Und in der Zwischenstufe als Enol, da ist ja ein sp2-hybridisierter Kohlenstoff. Da haben Sie die Doppelbindung drin und dort liegt ein Mercedes-Stern vor. Das ist planar und wenn Sie jetzt also ein Proton angreifen lassen auf dem Weg zur Aldose, dann kann das mal von oben kommen, dann kann das mal von unten kommen und es kommt jeweils zu einer Inversion an diesem chiralen Kohlenstoff oder an dem werdenden chiralen Kohlenstoff. Das heißt, es werden beide Enantiomere und damit ein racemisches Gemisch entstehen, wenn Sie diese Rückreaktion chemisch stattfinden lassen und nicht enzymatisch katalysieren. Und jetzt sind wir bei den Ketosen. Jetzt berechnen wir mal am Beispiel von solchen Ketosen die Anzahl der möglichen Kohlenhydrate, die wir bilden können. Die Ketofunktion selbst, die ist planar.
Da haben wir eben wieder eine sp2-Hybridisierung und damit ist sie aschiral. Dann haben wir die randständigen Kohlenstoffatome, die tragen zwei Wasserstoffatome und damit eben nicht vier unterschiedliche Substituenten. Damit sind die beide auch aschiral. Alles, was übrig bleibt, sind Chiralitätszentren und insgesamt haben Ketosen mit N-Kohlenstoffatomen, also N-3 Chiralitätszentren. An denen ist jeweils eine spiegelbildliche Anordnung möglich und damit ergeben sich folgende Möglichkeiten für einen C3-Körper, das Dihydroxyaceton. Da haben wir 0 asymmetrische Kohlenstoffatome, da gibt es nur eine Substanz. Ansonsten bei C4 gibt es 2, bei C5 gibt es 4, bei C6 gibt es schon 8 Möglichkeiten. Und Sie ahnen es, auch die haben Namen und wir müssen uns jetzt der Nomenklatur der Ketotetrosen einmal zuwenden. Da gibt es nämlich die Erythrolose und zwar hier als D-Erythrolose. Denn Sie sehen, die höchst oxidierte Gruppe, die Carbonylgruppe, die steht so, dass sie möglichst weit nach oben zeigt. Und das Chiralitätszentrum, das wir haben, das am weitesten von der höchst oxidierten Gruppe entfernt ist, zeigt nach unten. Die OH-Gruppe auf der rechten Seite. Wenn ich das Ganze einmal spiegel, dann komme ich zur selben Substanz, aber dem anderen N-Enantiomer, nämlich der L-Erythrolose. Bei den Ketopentosen, da gibt es schon mehr im Angebot, da könnten wir eine Ribulose bekommen, wenn wir beide OH-Gruppen auf die rechte Seite zeigen. Und zwar, da die unterste eben auch rechts ist, eine D-Ribulose. Wenn ich an C3 spiegel, dann gibt es eine andere Substanz mit anderen physikalischen Eigenschaften und anderem Namen, nämlich eine Xylulose, und zwar eine D-Xylulose. Diese beiden kann ich jeweils komplett an allen Chiralitätszentren spiegeln und dann komme ich zu einer L-Ribulose oder einer L-Xylulose. Wo kommt sowas vor? Die Erythrolose, für Sie nicht ganz so relevant, aber man kann es erwähnen an der Stelle, die ist Bestandteil von Selbstbräunercremes, ist ja wieder in, seit Donald Trump Präsident ist. Und dann haben wir die Ribulose und die Xylulose. Die wird Ihnen wieder begegnen in phosphorylierter Form, wenn Sie sich dann mit dem Pentosephosphatweg auseinandersetzen. Jetzt kommen wir zu den Ketohexosen. Die Ketohexosen, da haben wir die Allulose, da haben wir die Fructose, da haben wir die Sorbose und da haben wir die Tagalose. Alle in den D- und L-Formen. Was ist an der Stelle interessant für Sie? Die Fructose, der Fruchtzucker als Nahrungsbaustein, das werden wir brauchen, ist auch ein Intermediat der Glykolyse, werden wir noch sehen, kommt also im Energiestoffwechsel vor. An dieser Stelle würde es sich lohnen, dass wir uns auch mal mit ein paar Grundbegriffen der Isomerie auseinandersetzen. Isomerie aus dem Griechischen, der gleiche Anteil, das gleiche Stück, der gleiche Teil, beschreibt das Auftreten von zwei oder mehreren chemischen Verbindungen mit gleicher Summenformel, mit gleicher Molekülmasse entsprechend auch, die sich jedoch in der Verknüpfung oder der räumlichen Anordnung der Atome unterscheiden. Und diese Isomerieformen, die wir nun kennengelernt haben, die reihen sich jetzt unter diesem Deckmantel Isomerie ganz allgemein irgendwie ein. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, dass wir zwar eine gleiche Summenformel haben, dabei aber eine unterschiedliche Reihenfolge der Atome und der Bindungen einnehmen. Dann ist ganz klar, dass sich unterschiedliche Stoffe ergeben. Das kann ein N-Hexan sein, Sie sehen es, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kohlenstoffatome oder ein Methylpentan an Position 2, die Methylgruppe, oder eben ein Isohexan, immer noch 6 Kohlenstoffatome oder eine andere Verzweigung, 3-Methylpentan oder doppelt 2,2-Dimethylpentan.
Butan oder 2,3-Dimethylbutan. Das sind alles unterschiedliche Substanzen, die die gleiche Masse und die gleiche Summenformel haben und deswegen als Konstitutionsisomere bezeichnet werden. Konstitution, also die Anordnung, die Reihenfolge der Atome. Wir hatten jetzt eher momentan mit Stereoisomerie zu tun und hier geht es um die Lehre vom dreidimensionalen Aufbau der Moleküle, die die gleiche chemische Bindung und die gleiche Zusammensetzung, das heißt auch die gleiche Konstitution haben, aber im Raum unterschiedlich zum Liegen kommen, eine verschiedene räumliche Anordnung der Atome aufweisen. Ja, die Finger sind immer gleich nebeneinander, aber es gibt eine linke und eine rechte Hand. Und in diese Stereoisomerie fällt also jetzt die Konfiguration. Konfigurationsisomerie beschreibt die Unterschiede der räumlichen Anordnung von Atomen eines Moleküls, wobei Drehungen um Einfachbindungen nicht berücksichtigt werden, sondern nur, auf welcher Seite eines Atoms ist diese Bindung, wo auf dem Tetraeder ist es, aber nicht, wie sind die einzelnen Bindungen rotierbar. Und Konfiguration, das waren unsere D- und L-Zucker, das waren unsere R- und S-konfigurierten Kohlenstoffatome. Wir hatten uns nämlich jetzt mit der Enantiomerie, mit der Händigkeit beschäftigt. D- und L-Zucker sind Enantiomere. Der Begriff ist ja schon öfters gefallen heute. Und Enantiomere sind an allen chiralen Zentren gespiegelt. Das hatten Sie jetzt gesehen. Da erzähle ich Ihnen jetzt nichts mehr Neues. Einen anderen Begriff, den haben wir noch nicht genannt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Glucose und die Galactose betrachten. Auch da haben wir was gespiegelt, aber eben nur eine einzige Position, die wir gespiegelt haben, nämlich diese hier. Das heißt also, in der Nachbarschaft ändert sich hier was, aber es ist eben nicht der Handschuh, der einmal komplett den Spiegel durchlaufen hat. Und das ist die Geschichte, wo zwei Substanzen entstehen, die tatsächlich andere Eigenschaften haben. Und hier sprechen wir von Diastereomeren. Ein oder mehrere, aber eben nicht alle Chiralitätszentren sind gespiegelt. Enantiomere, D- und L-Zucker, die lassen sich also physikalisch nicht voneinander trennen. Sie haben identische Dichten, Schmelz- und Siedetemperaturen, Löslichkeitsverhalten und so weiter. Nur die Lichtdrehung unterscheidet sie. Diastereomere, und da fallen jetzt Epimere rein, nämlich Glucose und Galactose wären solche Epimere, die ja nur einer Position gespiegelt sind. Die unterscheiden sich in all diesen Eigenschaften. Jetzt hatten wir uns damit beschäftigt, wie kann ich einen Zucker zeichnen und hatten dann offenkettige Strukturen gezeichnet. Aber Aldosen bilden in wässriger Lösung Halbacetale. Die liegen nur zu einem ganz geringen Anteil wirklich offenkettig vor, sondern die bilden eine Ringstruktur. Und was kann hier passieren? Wir betrachten wieder einmal die Elektronegativität. So beginnt immer alles. Einer zieht die Elektronen stärker als der andere. In dem Fall, wie fast immer, der Sauerstoff mehr als der Kohlenstoff an der Carbonylgruppe. Dann klappen die Elektronen zum Sauerstoff hin. Der wird negativ polarisiert sein und entsprechend der Kohlenstoff positiv polarisiert. Nun habe ich eine negative Ladung am Sauerstoff, habe ein Carbeniumion, einen positiv geladenen Kohlenstoff. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt brauche ich irgendetwas, was selbst negativ geladen ist und was diesen positivierten Kohlenstoff angreifen kann. Negative Ladungen ziehen positive Ladungen an. Und was hätte ich im Angebot? Ein freies Elektronenpaar von einem Sauerstoff könnte diesen Angriff jetzt machen und dann kommt es zu einem Ringschluss. Dann habe ich also jetzt mit dem freien Elektronenpaar des Sauerstoffs einen Ringschluss zum C1 gemacht. Führt dazu, dass dem Sauerstoff jetzt Elektronen fehlen. Sauerstoff steht in der sechsten Hauptgruppe des Periodensystems und würde sich deswegen gerne von 6 Elektronen umgeben. Jetzt hat er auf der einen Seite zum C hin ein Elektron, zum H hin ein Elektron, ein freies Elektronenpaar, dann sind es mal 4.
und ein Elektronenpaar dieser geteilten Bindung, die jetzt den Ring macht. Dann sind wir bei 5, fehlt eine negative Ladung, deswegen positiv geladen. Gleichzeitig ist ein weiterer Sauerstoff noch negativ geladen und wir können das Ganze ausgleichen, indem wir jetzt ein Proton wandern lassen und Sie sehen, der Ladungsausgleich ist geschafft und wir haben jetzt einen ringförmigen Zucker, eine ringförmige Glucose. Das freie Elektronenpaar am Sauerstoff hat den positiv polarisierten Kohlenstoff nukleophil angegriffen. Und was ist jetzt passiert? Diese Carbonylfunktion der Glucose, die ist ja planar. sp2-Hybridisierung, Mercedes-Stern. Und deswegen kann der Angriff wieder von beiden Seiten erfolgen. Ich kann mit diesem freien Elektronenpaar des Sauerstoffs von oben oder von unten angreifen. Und das führt dazu, dass die anderen Substituenten entsprechend auf die eine oder andere Seite wegklappen. Und dann entstehen unterschiedlich konfigurierte Kohlenstoffatome und es entsteht ein neues Chiralitätszentrum. Ein zusätzliches Chiralitätszentrum, man spricht hier von einem anomeren Zentrum, weil es jetzt 4 unterschiedliche Substituenten trägt. Ein H, ein OH, diesen Rest hier und den gleichen Rest, aber jetzt quasi anders aufgebaut, nämlich über das O gebunden. Und so wie es jetzt geschrieben ist, mit dem OH am C1 auf der rechten Seite, sprechen wir von einer Alpha-D-Glucose. Das hätte aber auch anders laufen können, wenn der Angriff von der anderen Seite stattgefunden hätte. Dann wäre das am C1 gespiegelt und dann wäre die OH-Gruppe auf einmal links. Und dann würden wir von einer Beta-D-Glucose sprechen. Also 2 anomere Moleküle, die jetzt durch diese Bildung eines Ringes, eines Halbacetals entstanden sind. Beides tritt tatsächlich auf und kann sich auch ineinander umwandeln. Das heißt also, wenn Sie jetzt irgendwo als Pulver die ein oder andere Form haben und werfen das in ein Becherglas mit Wasser und das ist in wässriger Lösung, dann wandelt sich es ineinander um und stellt sich immer zu einem Gleichgewicht ein, wo fast keine offenkettige Form mehr vorliegt. Und Sie haben 36% Alpha-D-Glucose und 64% Beta-D-Glucose. Da können Sie gar nichts gegen machen. Ja, das ist eine sogenannte Mutterrotation. Und warum heißt so ein Ding Halbacetal? Dann muss man einmal den Begriff, die funktionelle Gruppe des Halbacetals kurz klären. Ein Halbacetal ist eine Funktion, wo Sie einen Wasserstoff dran haben, wo Sie einen Rest dran haben, eine Hydroxylgruppe, ein OH und ein O mit Rest, nämlich ein Ether. Und wo es ein Halbacetal gibt, da gibt es auch ein Vollacetal. Und ein Vollacetal hat beide Alkoholgruppen jetzt als Ether vorliegen. Da habe ich nämlich ein H, ein R und 2-mal ein OR. Und das Ganze finden wir jetzt in dieser Alpha-D-Glucose. Denn wenn Sie jetzt diesen Kohlenstoff hier nehmen, dann sehen Sie, da ist ein H dran, dann sehen Sie, da ist ein OH dran, dann sehen Sie, hier ist ein Rest dran. Und dann sehen Sie über den Sauerstoff gebunden wieder einen Rest und da sprechen wir von einem Halbacetal. Solche Ringschlüsse müssen Sie jetzt nicht mit den Aldosen zwangsläufig machen, sondern könnten Sie auch mit den Ketosen machen, zum Beispiel mit einer Fructose. Der Mechanismus ist derselbe, aber Sie kommen dann bei einer anderen Struktur raus, nämlich jetzt bei einem Halbketal. Und ein Halbketal hat jetzt eben kein freies H mehr, sondern hat jetzt 2 Reste. Und wenn Sie die Beta-D-Fructose sich anschauen, dann sehen Sie genau das. Da ist nämlich jetzt hier ein Rest und da ist hier ein anderer Rest. Und dann bleibt noch das OH und dann bleibt der O mit Rest. Und dann sind Sie jetzt bei einem Halbketal.
Wo es Halbketale gibt, gibt es auch wieder Vollketale. Und da haben sie dann beide Sauerstoffatome mit Rest versehen. Also ein anomeres Zentrum, OH auf der rechten Seite an dieser Position. Dann haben wir hier die Alpha-Form der Glucose und D deswegen, weil das OH, das den Ring jetzt gebildet hat, von der höchst oxidierten Gruppe am weitesten weg ist. Und auf der rechten Seite steht deswegen die D-Form, Alpha-D-Glucose. Für die Fructose, dann ist es so, das OH ist jetzt auf der linken Seite gezeichnet. Hier haben wir eine Beta-Form, das Beta-Anomer. Und wir haben eine D-Fructose, denn die Position des am weitesten entfernten Chiralitätszentrums hat das OH, beziehungsweise jetzt O-Rest, über den das Halbketal gebildet wurde, auf der rechten Seite. Deswegen ein Beta-D-Fructose. Und jetzt haben wir das Problem, wenn wir so eine Ringstruktur zeichnen, dass diese Bindung, die den Ring gemacht hat, die ging ja jetzt einmal kreuz und quer über das halbe Blatt Papier und die Bindungslängen sind alles andere als realistisch. Und deswegen kann man das auch anders zeichnen. Da hilft uns der Hayworth, um eine zyklische Struktur der Kohlenhydrate bei Halbacetalen darzustellen. Da greifen wir auf solche Hayworth-Projektionen zurück. Nehmen wir mal diese Alpha-D-Glucose, dieses Halbacetal und schreiben das mal in schön. Da machen wir erstmal eine Ringebene, 6 Atome, äquidistant, und dann schauen wir schräg oben auf dieses Ringsystem drauf. Und dass das Ganze so ein bisschen dreidimensional wirkt, machen wir ein bisschen verbreiterte Linien, die vorne auf uns zuragen, dass wir so diese Kante des Rings noch miterkennen können. Der Sauerstoff im Ring, der kommt nach rechts hinten. Und jetzt arbeiten wir uns schrittweise durch. Die Position C1, das OH, die Hydroxyfunktion, die jetzt rechts stand, wir hatten eine Alpha-D-Glucose, in der Fischer-Projektion rechts stand, die zeigt jetzt in Hayworth senkrecht nach unten. Das nächste OH, ebenfalls rechts stehend, zeigt wieder unter die Ringebene. Das nächste OH, das war jetzt auf der linken Seite, das liegt jetzt oberhalb der Ringebene, zeigt senkrecht nach oben. Merken Sie sich den Flow, was bei Fischer links ist, ist oben bei Hayworth. Und dann kommt wieder eine Position rechts, das heißt unten. Und jetzt kommt das letzte Kohlenstoff und da gibt es ein kleines Problem, denn wir wissen jetzt nicht so genau, was ist jetzt rechts oder links. Denn wir wollen eigentlich die fehlende Gruppe, das CH2OH, noch zeichnen. Das ist aber genau nicht rechts oder links, sondern zeigt bei Fischer nach unten. Und das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Problem, wohin mit dem Rest? Da können wir jetzt spielen und Substituenten vertauschen. Denn wenn ich das jetzt mal mache und hier Substituenten tausche, nämlich das CH2OH, und den Sauerstoff, der im Ring liegt. Dann kommt der Sauerstoff nach unten und das CH2OH nach rechts. Und das haben Sie schon gemerkt, einfach vertauschen ist keine gute Idee. Jetzt habe ich es gespiegelt, jetzt ist es nicht dieselbe Substanz. Aber ich kann Sie beruhigen, zweimal vertauschen geht wieder. Dann ist es quasi wieder rückgängig gemacht, dieser Fehler. Das heißt, jetzt vertauschen wir aber was anderes. Jetzt vertauschen wir den Rest CH2OH und das einzelne H. Und damit ist jetzt klar, das CH2OH liegt auf der linken Seite und ich weiß nun auch, wo es hin soll. Ich kann es nämlich jetzt nach dem Flow entsprechend nach oben zeichnen. Alpha-D-Glucose in der Hayworth-Projektion sieht jetzt so aus. Die OH-Gruppe des anomeren Zentrums, die zeigt nach unten. Bei der Beta-D-Glucose, da wird sie entsprechend nach oben zeigen. So, und es ist mal wieder Zeit für Schubladen.
Denn eine weitere Möglichkeit, solche ringförmigen Kohlenhydrate zu klassifizieren, ergibt sich dadurch, dass wir sie in ihrer Ähnlichkeit zu anderen zyklischen Molekülen beschreiben. Die Alpha-D-Glucose nämlich, die wäre eine Pyranose, das ist die eine Möglichkeit, die hat eine Ähnlichkeit zu einem Pyran. Das Pyran, das ist ebenfalls ein Sechsring mit einem Heteroatom, mit einem Sauerstoffring. Allerdings, der große Unterschied ist, dass wir im Pyran Doppelbindungen haben. Die gibt es jetzt in dem Zucker nicht. Ein Zucker ist ja auch kein aromatisches System, ganz wichtig. Aber man hat trotzdem diese Struktur und diesen Namen sich geklaut, spricht hier von einer Pyranose. Deswegen kann man diese Alpha-D-Glucose auch noch mal ein bisschen genauer bezeichnen. Die Glucose heißt ja jetzt erstmal nur, welches Molekül ist es, aber nicht liegt es offenkettig vor oder liegt es ringförmig vor. Deswegen spricht man hier auch von einer Alpha-D-Glucopyranose. Wenn ich die Fructose mal anschaue, hier jetzt in ihrer Alpha-D-Form, dann sieht die so ähnlich aus wie ein Furan. Ebenfalls jetzt ein Aromat, was bei der Fructose natürlich nicht der Fall ist, aber ein Fünfring mit einem Sauerstoff drin, sieht irgendwie so ähnlich aus. Da hat jemand ein bisschen geschielt und hat das dann als Furanose bezeichnet. Ja, und entsprechend wäre das jetzt eine Alpha-D-Fructofuranose. Dann haben wir also die Möglichkeit, nicht nur über die Anzahl der Kohlenstoffatome, über die Aldosen, über die Kettosen hier Namen zu vergeben, Schubladen aufzumachen, sondern eben auch über die unterschiedlichen Ringformen, die sich hier auftun. Das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt, auch Glucose kann einen Fünfring, eine Furanose bilden. Andersrum ist auch ein Sechsring, eine Pyranose aus Fructose möglich. Aber für uns relevant sind erstmal die hier gezeigten Ringstrukturen, denn so liegt das Ganze mehrheitlich vor. Lassen Sie uns hier nochmal die Grundbegriffe der Isomerie wieder einblenden. Wir hatten uns ja mit der Stereoisomerie beschäftigt. Konfiguration war jetzt die räumliche Anordnung. Wir hatten gesagt, alle spiegeln, sind wir bei den Enantiomeren, D- und L-Formen. Diastereomere wären nur einzelne Positionen gespiegelt. Und ein Unterbegriff der Diastereomerie, das waren die Epimere, nämlich Glucose und Galactose. Und jetzt kommt noch was dazu, eben Alpha- und Beta-Formen. Da kann ich auch nur eine Position spiegeln, aber es bleibt beim gleichen Zucker. Und dann spreche ich von einer Anomerie. Wir hatten ja auch das anomere Zentrum als solches bezeichnet. Alpha- und Beta-Formen, ringförmiger, halbacetal vorliegender Zucker, die werden als Anomere bezeichnet. Und dann bleibt noch eines, nämlich die Drehbarkeit um Einfachwinkel. Die Konformation, die räumliche Anordnung von Atomen eines Moleküls und jetzt eben auch berücksichtigt, dass Sigma-Bindungen frei drehbar sind. Und das verfeinert jetzt nochmal so ein bisschen unsere Hayworth-Vorstellung, denn auch das war nicht so ganz korrekt. Wenn Sie einen Molekülbaukasten nehmen und basteln sich mal so einen Glucose-Ring zusammen, dann werden Sie sehen, diese Ringebene, die ist nicht so planar, wie es bei Hayworth aussieht, sondern Sie haben überall diese Tetraeder und dann ergeben sich andere Strukturen, andere Konformationen. Die Konformationen der Alpha-D-Glucopyranose nämlich, die wollen wir jetzt noch ein bisschen beleuchten. Starten wir mit der Fischer-Projektion, um uns die einzelnen Projektionsarten nochmal in ihren Vor- und Nachteilen vor Augen zu führen. Fischer-Projektion zeigt die Strukturformel, nämlich die Konstitution, gut an. Sie stellt auch die Konfiguration an den Chiralitätszentren korrekt dar. Aber das Problem ist ein bisschen, der Ring, die Bindung, die hier im Ring um drei Ecken rumgeht, ja, die sieht nicht schön aus, entspricht nicht der Wirklichkeit. Deswegen die Hayworth-Formel. Wir haben jetzt die bessere Darstellung des Ringsystems mit gleichen Atomabständen. Aber wir können es weiter verbessern, wenn wir jetzt auch die Konformationen berücksichtigen und die Tetraeder noch richtig zeichnen, dann sehen wir, dass eine solche Alpha-D-Glucopyranose als Sesselkonformation vorliegen kann. Die liegt nämlich im Raum wie ein solcher Sessel mit einer Sitzfläche
einem abfallenden Teil, wo man die Beine drauflegen kann, und einem ansteigenden Teil, wo man den Kopf drauflegt. Und mit dieser Art der Darstellung haben wir jetzt die Tetraederwinkel richtig und können jetzt auch nochmal an den Einfachbindungen drehen und können dann diesen Sessel noch verformen, zum Beispiel in eine Wanne. Wie zeichnen wir das richtig? Wir haben unterschiedliche Positionen hier. Wir haben axiale Positionen, die zeichnen nach oben oder nach unten von der Ringebene weg. Die sind jetzt hier blau dargestellt. Das sind senkrechte Linien, einmal oberhalb, einmal unterhalb des Rings. Wir haben äquatoriale Positionen, die liegen innerhalb der Ringebene und die sind jetzt rot dargestellt. Wenn Sie das zeichnen wollen, dann gehen Sie am besten wie folgt vor. Malen Sie zwei parallele Linien. Das ist die Liegefläche dieses Sessels. Dann gehen Sie einmal nach oben und malen die Spitze der einen Seite. Und jetzt sind immer zwei gegenüberliegende Linien parallel. Diese beiden sowieso, aber zu dieser gibt es hier eine parallele Linie, die wird dann so liegen. Und zu dieser gibt es hier eine parallele Linie, die wird dann so liegen. Verzeihen Sie mir, dass ich nicht zeichnen kann. Schöner kriege ich es nicht hin. Was machen wir jetzt? Wir befinden uns hier bereits oben. Jetzt kommt eine axiale Position, die zeigt noch weiter nach oben weg. Hier sind wir bereits unten. Die axiale Position zeigt nach unten. Hier würde sie wieder nach oben zeigen oder auch nicht, denn da ist ein Sauerstoff drin. Hier geht es wieder nach unten. Hier geht es wieder nach oben. Hier geht es wieder nach unten. Damit ist es auch abwechselnd. Jetzt kommen die äquatorialen Positionen und da zeichnen Sie wieder parallele Linien. Hier wird die Linie parallel zur übernächsten, die ohnehin anliegt. Nicht zu der, sondern zu der. Oder nicht zu der, sondern zu der. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Dann ist parallel ist okay. Sie wissen nur noch nicht, in welche Richtung. So, dass es vom Ring möglichst weg zeigt. Und weg heißt jetzt hier nach außen orientiert. Also so. Nächste Linie wird parallel nicht zu der, sondern zu der. Und vom Ring weg heißt nach hinten in dem Fall, also so. Da gibt es nichts zu zeichnen. Hier parallel nicht zu dem, sondern zu dem. Und das wäre schlecht, denn das läuft jetzt eher auf die Seite des Rings. Sie wollen ja möglichst weit weg zeigen, deswegen nach außen. Hier nicht zu dem, sondern zu dem und nach außen. Und hier nicht zu dem, sondern zu dem und zwar nach außen. Wenn wir jetzt einen solchen Sessel haben, dann kann ich Ihnen mal zeigen, wie weit sich das verdrillen lässt. Dann gibt es nämlich eine Twist-Form und eine solche verdrehte Twist-Form, die verbindet jetzt diesen Sessel mit einer Wanne. Na, da ist eine Badewanne drin, da kann man jetzt Beine hochlegen und Kopf hochlegen. Und wenn man das weiter dreht, dann wird es wieder ein bisschen verzwirbelt. Dann habe ich wieder eine weitere Twist-Form und noch ein Stück weiter komme ich wieder zu einem Sessel. Aber einem anderen Sessel, der ist jetzt genau andersrum. Jetzt hängt der Kopf nach unten und die Füße stehen nach oben. Und wie kann ich das noch unterscheiden? Diese beiden Sessel, die ich hier habe, die kann man beschreiben als 4C1 und 1C4. Ja, diese Symbolik, hochgestellte 4, dann ein C und tiefgestellte 1, zeigt, dass der Kohlenstoff in der Position das C4-Atom jetzt nach oben zeigt, das C1 nach unten zeigt. Oder andersrum wäre es eine hochgestellte 1, C1 liegt oben, eine tiefgestellte 4, 4 liegt unten. Und das C, das steht zur Abwechslung mal nicht für Kohlenstoff, sondern für Chair. Und die Schreibweise bezieht sich jetzt auf die räumliche Position der Kohlenstoffatome 1 und 4. Was ist häufiger vorliegend in der Natur? Die 1C4-Konformation, da sind viele Substituenten in einer ungünstigen axialen Position. Deshalb wird das eher nicht so stabil sein.
nämlich die Alpha-D-Glucopyranose, die liegt stattdessen praktisch vollständig in der 4C1-Konformation vor. Natürlich wird die Stoffgruppe viel zu übersichtlich, wenn wir einzelne Zucker nicht jetzt auch noch verknüpfen könnten. Und genau das wollen wir als nächstes mal machen. Wir haben hier zwei Zuckermonomere, aus denen wollen wir ein Disaccharid bauen. Und diese Zuckermoleküle, die lassen sich jetzt durch Kondensationsreaktionen, das heißt unter Abspaltung von Wasser, verbinden. Da ist jetzt eine Beta-D-Glucopyranose und eine nicht näher spezifizierte D-Glucopyranose. Die liegt jetzt in Alpha-Position vor, aber das ist an der Stelle nicht so wichtig. Sie werden noch sehen, warum. Jetzt kann ich das Ganze säurekatalysieren. Hier kommt ein H+ angeschwommen und das H+, das geht jetzt an eine Hydroxylgruppe dran, zum Beispiel hier am C1, und dann entsteht OH2+, eine wunderbare Abgangsgruppe. Eine Abgangsgruppe, die kann das Molekül verlassen und kann das Bindungselektronenpaar mitnehmen. Und dann passiert genau das, dann verlieren sie hier Wasser und gleichzeitig greift auf der anderen Seite des Kohlenstoffatoms jetzt ein Nukleophil an, das heißt eine negative Ladung, hier nämlich das freie Elektronenpaar der OH-Gruppe des zweiten Zuckers. Und während die eine Bindung unten neu geknüpft wird, verliert die Bindung nach oben zum OH2+ an Kraft und das Wasser wird hier verdrängt. Die Bindung zum Sauerstoff, die wird mitgenommen, und was ist das für ein Mechanismus? Das kennen Sie aus der Chemie. Das ist eine nukleophile Substitution, und zwar eine SN2-Reaktion, eine bimolekulare nukleophile Substitution. Und das ist ganz wichtig an der Stelle, dadurch, dass das hier eine bimolekulare Reaktion ist, hat das Auswirkungen jetzt auf die Anordnung des anomeren Zentrums. Wir sind ja gestartet mit einer Beta-D-Glucopyranose und die Abgangsgruppe fliegt jetzt oben raus. Der neue Zucker kommt von unten, von oben kann er ja nicht, da war ja das OH2+. Und entsprechend ist die neue Bindung, die hier geknüpft ist, jetzt keine Beta, sondern eine alpha-glykosidische Bindung. Wasser verlässt also dieses Molekül, das ist eine Kondensationsreaktion, und dann ist noch eine positive Ladung, denn der Sauerstoff, dessen Elektronenpaar hier den nukleophilen Angriff gemacht hat, dem fehlt jetzt ein Außenelektron. Er hat ja eins verloren, das jetzt in diese neue Bindung gegangen ist. Und deswegen müssen wir ein H+ hier noch abspalten. Und das war das H+, was wir katalytisch zu Beginn eingesetzt hatten. Das Ganze war ja, hatten wir gesagt, säurekatalysiert. Jetzt ist also eine glykosidische Bindung entstanden und wir haben hier ein Disaccharid produziert. Und wie nennt man diese Substanz? Das ist jetzt über die Position C4, über den Sauerstoff an der Position C4 verknüpft. Eine 4O. Und jetzt, was ist drin? Alpha-D-Glucopyranosyl, also ein 6-Ring von einer Glucose. Jetzt ist es das Alpha-Anomer. Und die zweite Hälfte, das ist eine D-Glucopyranose. 4O-Alpha-D-Glucopyranosyl-D-Glucopyranose. Das ist ein sperriger Name. Man kann das Ganze auch einfacher schreiben. Man kann auch schreiben, das ist eine Glucose, die ist verknüpft mit einer Glucose über eine alpha-glykosidische Bindung und die geht vom C1 des ersten Zuckers zum C4 des zweiten Zuckers, also Glucose Alpha 1 nach 4 Glucose.
Oder man kann auch sagen, das ist die Maltose, das ist der Trivialname. Ja, so kann man das Ganze schon einfacher bezeichnen und es geht sogar noch einfacher, das ist der Malzzucker. Die Verknüpfung jetzt, wie gesagt, über eine glykosidische Bindung. Und bei einem Glykosid, da liegt jetzt die Aldehydfunktion der Aldose, zum Beispiel diese ersten Glucose hier, oder die Ketofunktion einer Ketose als zyklisches Vollacetal vor. Wir erinnern uns nochmal kurz, was war das Vollacetal? Da hatten Sie an beiden Sauerstoffatomen einen Rest dran und das ist hier genau der Fall. Sie haben nämlich hier ein O-Rest und Sie haben hierüber jetzt auch ein O-Rest. Und die Hydroxyfunktion am C1, die wurde abgespalten. Das heißt, dieser Ring der ersten Glucose kann nicht mehr aufgehen. Das heißt, es ist keine Mutterrotation mehr möglich. Das Alpha bleibt also jetzt Alpha. Am zweiten Zucker, da haben wir nichts abgespalten, da kann der Ring noch aufgehen. Und da kann aus dem Alpha auch ein Beta werden. Und deswegen hatte ich Ihnen ganz zu Beginn gesagt, ist es gar nicht so wichtig, was wir jetzt hier bei diesem zweiten Zucker vorliegen haben. Genau aus dem Grund, das stellt sich ohnehin im Gleichgewicht immer neu ein. Wir hatten also eine Inversion am anomeren Zentrum und Glucose Alpha-1,4-Glucose ist die Maltose oder der Malzzucker. Ich kann auch andere Substanzen verknüpfen, nämlich zum Beispiel eine Glucose mit einer Fructose, wenn ich das Alpha 1 nach 2 verknüpfe. Dann komme ich zur Saccharose oder im Englischen als Sucrose bezeichnet, auf Deutsch dem Rohrzucker. Galactose mit Glucose verknüpft, jetzt über eine Beta. Sie sehen, hier geht es nach oben, es ist schwierig zu zeichnen und dann hat man eine Ecke drin, die aber kein Atom ist. Dann hat man eine Beta-1,4 glykosidische Bindung von Galactose zu Glucose. Das ist die Laktose, der Milchzucker. Und wenn Sie die entsprechenden Enzyme nicht haben, die entsprechende Laktase nicht haben, um eine solche Beta-1,4 glykosidische Bindung zu spalten, dann haben Sie vielleicht eine Laktoseintoleranz. Glucose Alpha-1,6 Glucose, das wäre eine Isomaltose. Alles Beispiele für die Saccharide. Und jetzt können Sie noch mehr und mehr an einer solchen Zuckerkette anheften und da kommen Sie zu den Polysacchariden. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn Sie jetzt Glucose einspeichern möchten. Denn Glucose, die ich mit der Nahrung zuführe, die will ich ja für schlechte Zeiten auch bevorraten und kann aber nicht einfach Glucose-Monomere in eine Zelle reinpacken, denn das würde den osmotischen Druck verändern und das würde dazu führen, dass sehr viel Wasser in die Zelle einströmt. Und dann platzt die Zelle, dann ist nichts gewonnen. Deswegen mache ich aus vielen einzelnen Molekülen lieber ein großes, ein Polymer und habe damit einen Speicherstoff. Zum Beispiel kann ich 100 bis 1400 Glucose, Monomere, Alpha-1,4-glykosidisch miteinander verbinden. So macht die Pflanze das in der pflanzlichen Stärke, dann kommt man zur Amylose. Oder, was ebenfalls vorkommt in der pflanzlichen Stärke, ist das Amylopektin. Da hat man noch ein bisschen eine dichtere Packung. Da hat man neben der Alpha-1,4-glykosidischen Bindung auch Verzweigungen drin. Und zwar alle 15 bis 30 Monomere gibt es eine Abzweigung, kommt eine weitere Seitenkette dazu über eine Alpha-1,6-glykosidische Seitenkette. Und da hängen dann wieder 15 bis 25 Glucoseeinheiten dran. So kriegt man in einem Molekül sehr viel Monomere unter. Und wir Menschen haben das noch weiter perfektioniert. Wir haben nämlich im Glykogen, das ist unser Speichermolekül für Glucose, das wird in der Muskulatur und in der Leber bevorratet. Da haben wir ebenfalls eine Alpha-1,4-glykosidische Kette. Wir haben aber häufiger noch Abzweigungen, als die Pflanze das hat. Alle 8 bis 12 Monomere gibt es eine Seitenkette Alpha-1,6-glykosidisch verknüpft. Und wir können von sowas, von solchem Glykogenspeicher, in etwa 24 Stunden zehren und daraus Glucose gewinnen.
Und wenn wir das alles aufgebraucht haben, dann kriegen wir spätestens mal Hunger, müssen was essen oder müssen an unsere weiteren Reserve, Speicherstoffe dran, nämlich dann an das Fettgewebe. Die Pflanzen nutzen solche Polysaccharide jetzt auch für strukturelle Aufgaben, das heißt als Strukturelement die Zellulose, die ist auch aus D-Glucose-Monomeren aufgebaut, die sind jetzt aber Beta-1,4-glucosidisch verbunden. Und wenn Sie jetzt ein bisschen Gras in sich reinfuttern, dann haben Sie das Problem, Sie können das nicht verdauen, denn Sie haben nicht die notwendigen Enzyme, um solche Beta-1,4-glucosidischen Bindungen zu spalten. Wenn eine Kuh jetzt Gras in sich reinfuttert, dann kann die Kuh diese Beta-1,4-glucosidischen Bindungen ebenfalls nicht spalten. Das Gute an der Sache ist, die Kuh weiß das nicht und das Gras schmeckt ihr trotzdem. Und warum verhungert sie nicht? Sie hat viele Helfer, sie hat Protozoen im Magen, die Bakterien im Magen, die ihr diesen Aufschluss machen und die Glucose hier aus der Zellulose freisetzen können. Und jetzt gibt es eine weitere letzte Schublade. Sie können Zucker nämlich auch nach ihren reduzierenden Eigenschaften sortieren in reduzierende oder nicht reduzierende Zucker. Und ein reduzierender Zucker, das wäre jetzt ein Saccharid, egal ob Monodi- oder Oligosaccharid, dessen Moleküle in Lösung eine freie Aldehydgruppe besitzen. Maltose zum Beispiel gehört zu den reduzierenden Zuckern, denn sie können durch Mutterrotation am zweiten Baustein hier eine offenkettige Form bilden und da ist eine freie Aldehydgruppe vorhanden. Diese freie Aldehydgruppe, die kann chemische Reaktionen eingehen, die kann dabei selbst oxidieren, nämlich eine Oxidationsstufe hoch zur Säure und dann können andere Substanzen reduziert werden. Man nutzt das für Nachweisreaktionen, werden Sie im Praktikum kennenlernen und dann kann durch diese Reduktion zum Beispiel eine Farbe entstehen und so können Sie zeigen, dass dieser Zucker hier vorlag. Und eben weil sie selbst oxidiert werden kann, andere Substanzen reduzieren kann, Einteilung als reduzierender Zucker. Gegenbeispiel wäre die Saccharose, die ist nicht reduzierend, denn was ist hier passiert? Wir haben hier eine Verknüpfung über die anomeren Zentren. Wir haben Glucose mit Fructose Alpha-1,2-glucosidisch verknüpft. Das heißt, beide anomere Zentren sind jetzt hier für eine glucosidische Bindung benutzt worden und weder der eine noch der andere Zucker kann jetzt geöffnet werden. Keine offenkettige Form heißt aber auch keine freie Aldehydgruppe mehr oder kein freies Keton mehr. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich auch nichts oxidieren, dann habe ich keinen reduzierenden Zucker. Und wenn ich es doch könnte, dann wäre das Disaccharid aber kaputt. Dann hätte ich erstmal das Disaccharid hydrolysiert gespalten. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Jetzt gibt es noch weitere Modifikationen, wie man diese Zucker noch verändern kann. Desoxyzucker hatten wir schon angesprochen, wäre eine Möglichkeit. Können wir uns mal anschauen, wie das aussehen würde. Als Derivat der Kohlenhydrate haben wir hier eine Desoxyribose gezeichnet und Sie sehen sofort, hier fehlt eine OH-Gruppe. Da ist nur ein einfaches H dran und ein solcher Desoxyzucker. Das ist normalerweise ein Monosaccharid und ein Saccharid, bei dem jetzt eine, manchmal auch mehrere Hydroxylgruppen durch Wasserstoffatome ersetzt wurde. Das sind in aller Regel Desoxyaldosen, die dann nämlich in der DNA vorkommen, nämlich glykosidisch gebunden vorkommen, zum Beispiel an die Basen der DNA. Wir können nicht nur was wegnehmen, wir können noch was hinzufügen, dann sind wir bei den Aminozuckern. Ein Aminozucker, hier zum Beispiel das Glucosamin, zeichnet sich dadurch aus, dass dort, wo ein OH hingehört, plötzlich jetzt ein NH2 ist, also Saccharide, bei denen eine Hydroxygruppe durch eine Aminogruppe ersetzt wurde. Meistens ist das an C2 der Fall. Und Baustein der Heteroglykane sind eben solche
Aminozucker. Wir haben sie kennengelernt bereits als Beispiel der Glykokalyx, Zell-Zell-Erkennung, der extrazellulären Matrix und der Immunabwehr, insbesondere eben der Blutgruppen. Da hatten wir solche Aminozucker verbaut. Glucosamin, Manosamin, Galactosamin, das waren Beispiele für solche Aminozucker. Was kann man noch machen? Eine Folie hier aus dem Block Aminosäuren und Proteine. Proteine kann man durch Glykosylierung weiter modifizieren. Wir können Peptidoglykane machen, wir können Glykoproteine herstellen und könnten jetzt zum Beispiel an eine Peptidkette, hier ist die Seitenkette eines Asparagins, da könnten wir an Zucker jetzt anheften, nämlich N-Glykoside binden oder O-Glykoside binden an das OH einer Serienseitenkette innerhalb dieses Peptids. Dann kann man auch die Oxidationsstufe verändern. Man kann zu Zuckeralkoholen kommen, das sind reduzierte Zucker. Dort, wo eigentlich eine Aldose ist oder eine Aldehydgruppe ist, da sind wir jetzt eine Oxidationsstufe zurückgegangen und da sehen Sie, taucht plötzlich ein OH auf, ein solcher Zuckeralkohol oder auch Aldithol bezeichnet. Das ist ein Saccharid, bei dem die Carbonylfunktion zu einem Alkohol reduziert wurde. Das, was hier gezeichnet ist, das ist das Sorbit. Ein Zuckeraustauschstoff hat einen geringeren Brennwert, 10 Kilojoule pro Gramm, als der normale Tafelzucker, als die Saccharose. Die hat nämlich 17 Kilojoule pro Gramm. Na, da sparen wir uns ein bisschen Energieinhalt ein, aber müssen uns dann auch darüber im Klaren sein, dass Sorbit nur 50% der Süßkraft hat. Das Ganze ist also eine Milchmädchenrechnung. Warum bringt es trotzdem was? Wir können das Ganze Insulin unabhängig verstoffwechseln. Das eignet sich also als Diabetiker-Lebensmittel. Oder wo kommt es noch vor? Als Feuchthaltemittel, bindet viel Wasser in Lebensmitteln und Kosmetika. Und in Zahnpasta kommt es auch vor, wenn man sich dann doch nicht traut, jetzt Saccharose beizumischen, damit sie lecker schmeckt, weil das vielleicht das Kariesrisiko unnötig erhöht. Da kann man dann Sorbit mit reintun. Mehr als 50 Gramm pro Tag bei entsprechender Unverträglichkeit, auch deutlich weniger, führen zu Blähungen und Meteorismus. Und wenn Sie auf Ihre Kaugummipackung schauen oder auf irgendwelche Bonbons drauf schauen und da steht dann Süßungsmittel, Sorbit, Xylit, Maltit, Mannit, alles solche Zuckeralkohole und Sie sich dann nach diesem Kaugummi unwohl fühlen, dann haben Sie eine Idee, woher es kommt. Bei Fructoseintoleranz, da sollten Sie auch kein Sorbit mehr aufnehmen, denn Sorbit wird im Stoffwechsel zu Fructose umgewandelt. Man kann nicht nur reduzieren, man kann auch oxidieren und dann sind wir bei der Gluconsäure. Die Gluconsäure, das ist jetzt eine Carbonsäure, COOH, eine Carboxylgruppe, nämlich eine Zuckersäure, die an der Position C1 jetzt eine Carboxylfunktion trägt. Und wo kommt sowas vor? Das setzt man zum Beispiel ein in Medikamenten gegen Eisenmangel, weil man das Eisen gut binden kann an eine solche Gluconsäure oder deren Salz, nämlich als Eisengluconat. Das erhöht die Bioverfügbarkeit, man kann es besser resorbieren. Man kann nicht nur an C1 oxidieren, sondern auch am C6. Und dann kommt etwas raus, das einen ähnlichen Namen trägt. Sie dürfen es aber nicht verwechseln. Das ist nicht die Gluconsäure, sondern die Glucuronsäure. Glucuronsäure zählt ebenfalls zu den Zuckersäuren, aber die Carboxylfunktion ist genau am anderen Ende. Glucuronsäure, das brauchen wir im Stoffwechsel für Biotransformation. Das heißt für Entgiftungsreaktionen, wenn wir ausscheidungspflichtige Substanzen haben, die sind schädlich oder die müssen entsorgt werden, dann können wir diese an Glucuronsäure konjugieren, sozusagen glucuronidieren. Und Glucuronsäure ist sehr gut wasserlöslich. Das heißt, eine Substanz, die vielleicht nicht gut wasserlöslich ist, die entsprechend auch schlecht ausscheiden kann, die dann eher akkumulieren würde im Fettgewebe zum Beispiel, die kann ich sehr gut wasserlöslich machen, indem ich sie kopple an Glucuronsäure. Paracetamol zum Beispiel, wenn ich das glucuronidiere,
dann kann ich das leicht wieder entsprechend ausschalten. Glucuronsäure ist auch Bestandteil von Knorpel, von Glucosaminoglykanen. Auch dort kann ich das brauchen und auch dort spielt ja die Bindungsfähigkeit von Wasser eine Rolle. Für uns nicht ganz so wichtig, aber für den Hund und für das Rind, Glucuronsäure ist Ausgangspunkt für die Biosynthese von Vitamin C, von der Ascorbinsäure. Bakterien können das, Pflanzen können das und wie gesagt, bestimmte Wirbeltiere können das auch. Wir können es nicht und nehmen Vitamin C dann über die Nahrung zu uns. Dann gibt es als Derivat der Kohlenhydrate die Sialinsäuren. Wir sehen hier ein Beispiel, nämlich die N-Acetylneuraminsäure, NANA abgekürzt. Diese Sialinsäuren, kommt aus dem Griechischen der Begriff Sialin, der Speichel, die sind ein Oberbegriff für eine breite Substanzklasse der N- und O-Derivate von der Neuraminsäure. Und eine acetylierte Neuraminsäure, eine N-Acetylneuraminsäure, die ist zum Beispiel charakteristischer Bestandteil von Aminozuckern. Ja, Sie sehen, da ist hier ein Amin drin und über dieses Amin ist jetzt hier ein Essigsäurerest, ein Acetylrest gebunden. Und das kann ich jetzt zum Beispiel brauchen für Zell-Zell-Interaktionen, für den Schutz von Proteinen vor dem Abbau von Proteasen. Denn wenn Sie ein solches Protein haben, das Sie schützen möchten, indem Sie ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufdrucken möchten, dann können Sie das glykosylieren, dann haben Sie das Protein hier unten, da ist die Zuckerkette und dann kommt hier ein N-Acetylglucosamin, dann kommt eine Galaktose und dann kommt eine Sialinsäure. Nach und nach werden die Sialinsäurereste jetzt entfernt von Enzymen, die können jetzt Neuraminsäurereste abspalten, Neuraminidasen und wenn die Sialinsäuren dann abgeknabbert sind, dann kann ich diesen Asialozucker erkennen durch Asialoglykoproteinrezeptoren und wenn ein solches Protein, dem jetzt die Sialinsäure fehlt, hier andockt, dann wird das endozytiert und wird degradiert und dann muss ich entsprechend diese Proteine wieder erneuern. Sialinsäuren kommen auch vor in Glykoproteinen, in Glykolipiden, vor allen Dingen in Drüsensekreten, als Schleimstoffe, als Mucine zum Beispiel. Und glykosidische Bindungen von Sialinsäuren, die können durch Neuraminidasen gespalten werden. Und das haben wir gerade gesehen, das kommt auch noch in anderen Zusammenhang vor, wenn Sie an Influenza denken, dann werden die Influenza-Viren immer charakterisiert nach zwei wichtigen Proteinen, die sie da tragen. Dann gibt es das H5N1, da ist ein H drin, das ist ein Hämagglutinin und ein N drin, das ist eine Neuraminidase. Zwei Komponenten, die diese Viren jetzt mitbringen und das brauchen sie, um sich an die Wirtszellen erstmal anzuheften. Da nehmen sie ein solches Hämagglutinin. Das hat seinen Namen daher, dass es rote Blutkörperchen agglutinieren, verklumpen kann. Und das Virus nutzt das jetzt, um anzudocken an Neuraminsäurerezeptoren. Und auf diese Weise kann es sich an Zielzellen festkleben, kann in die Wirtszelle aufgenommen werden und kann die dann umprogrammieren, dass die neue Viren herstellt. Und irgendwann geht diese Wirtszelle kaputt, die ganzen Viren werden freigesetzt und jetzt sollte das Virus sich weiter verbreiten. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, eine Transmission zum nächsten Wirt zu machen. Das heißt, das Virus muss den Respirationstrakt auch wieder verlassen können. Und dann ist das Hämagglutinin jetzt eher hinderlich, denn das würde dafür sorgen, dass es sofort wieder an benachbarten anderen Zellen andockt. Jetzt kommt die Neuraminidase ins Spiel und die schneidet jetzt dieses Virus dann von Neuraminsäuren los, über die es an anderen Zellen klebt und dann kann es abgehustet, abgeniest werden und kann dann über Tröpfcheninfektion jemand anderen infizieren.
Und diese Verbreitung, die versucht man abzuschneiden mit solchen Neuraminidase-Hämmern. Ja, dass man quasi dieses Viruspartikel, dass man das einfängt, trappt im Schleim, dass es möglichst sich nicht weiter im Gewebe verteilen kann und schon gar nicht mehr den Organismus verlassen kann. So kann man eine Infektion im sehr frühen Stadium auch noch abfangen. Und da gibt es als Neuraminidase-Hemmer ganz bekannt geworden das Medikament Tamiflu. Oseltamivir ist der Wirkstoff. Das hat die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel 2005 eingekauft. 6 Millionen Dosen Tamiflu wurden eingekauft für viele Millionen Euro, weil man die Möglichkeit gesehen hat, dass es hier zu einer Influenza-Pandemie kommen könnte. Nun, wir wissen alle, das ist glücklicherweise nicht passiert. Wir haben stattdessen Corona und Tamiflu wirkt nicht gegen Corona und dieses Tamiflu von 2005 wirkt vermutlich überhaupt nicht mehr, denn das ist 7 Jahre haltbar. Damit sind wir an der Stelle durch mit der Stoffgruppe der Kohlenhydrate und dann sehen wir uns wieder, wenn wir diese Kohlenhydrate energetisch nutzen und uns dann dem Energiestoffwechsel zuwenden wollen.